Kumpel Patrick 2,60 Euro. 2,60 Euro. Zahlt damit, dann seid ihr quitt. Ruckzuck ist einfach. Ja. Geld schnell und leicht per Handy senden. Mit Quitt, einer Funktion unserer App. Sage ich hallo und herzlich willkommen live im OFC Fanradio und Kickers TV. Der OFC, der gastiert beim SV 07 Nauheim. Das Ganze liegt bei Rüsselsheim, also ein innerhessisches Derby sozusagen. Das Ganze im UI Cup, also im Intertoto Cup. Da geht es ja um die Qualifikation zum Europacup. Ja, und so hat es uns Lutz Kammermeier gelehrt. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße schwitzende Gemeinde daheim an den Röhrengeräten. Ja, oder dem Flatscreen, ja, wo ihr den Computer angeschlossen habt. Heiß ist es hier, heiß, butzeheiß, kein Schatten. Wir haben locker 30 Grad im Schatten. Wir haben in der Sonne auf dem Platz, würde ich mal sagen, dürften sie sich mit 40, 45 rumschlagen, weil die Sonne prügelt runter. Die paar Wolken, die hier sind, sind weit weg und bieten überhaupt keinen Schatten. Es wird hart. Ich sage euch aber ein paar Namen, oder? Ja, machen wir gleich. Aber Lutz, da wird ja immer gefragt, ja, warum braucht ihr so viele Leute beim OFC Fanradio? Aber das sieht man jetzt hier, warum man sie braucht. Wir haben links jemanden, wir haben rechts jemanden und die sind alleine dafür da, hier unseren Pavillon festzuhalten, sodass wir hier schön im Schatten sitzen können. Genau, wir sitzen im Schatten und wir sitzen hier im schönen Wind. Also hier ist ein guter Wind, also deshalb ist das für uns hier optimal. Nur der Pavillon würde wegfliegen. Also deshalb brauchen wir Leute fürs Pavillon halten. So ist das. Also da haben sie sich aufgestellt und jetzt wollen wir hören, wer ist das genau, wie wird der OFC spielen und wie wird der SV 07 Nauheim spielen. Also, Lutz, du weißt mehr. Genau, wir haben wieder zwei Mannschaften, zwei Hälften, zwei Mannschaften. Die Mannschaft, erste Hälfte wird sein im Tor Daniel Endres, dann die Viererkette Jan-Henrik Marx, Benjamin Kirchhoff, Dennis Schulte und Christoph Steulers. Ich vermute Schulte in der Innenverteidigung, Steulers links. Dann haben wir auf der 6 Magorab, dann haben wir Ihab Darwische, Tren Hoca, Luka Garic und Serkan Firat im Vierer Mittelfeld. Und vorne ein Testspieler, Jake Hurst, ein Engländer, von dem erzählen wir euch mehr. Er ist baumlang eine Kante, dem kann ich in die Augen schauen beim Interview. Dazu aber später mehr, dass der OFC, aber auch natürlich SV 07 Nauheim hat hier eine Mannschaft. Im Tor mit der 23 Andreas Ries mit der 5, Kevin Gierig mit der 7, Pedro Mina Alves mit der 8, Jan Finger mit der 10, Yasin Capuccio mit der 11, Zacharias Sarsar mit der 12, Sufian Bulas mit der 13, Dennis Lang mit der 15, Domenico Lombardo mit der 17, Paul Pfeffer und mit der 21 Kai Becker. Schiedsrichter haben wir natürlich hier auch. Das ist der Sportkamerad David Wegmann von der DJK SSG Darmstadt und an der Linie Bastian Schäfer, FC Germania 1907 Leheim und Benedikt Ruff, SC 1948 Astheim. Ja, da seid ihr rundum informiert. Jetzt gibt es hier noch ein tolles Bild, natürlich zur Erinnerung. Ja, da gibt es natürlich auch hier dieses Video, dann nachher nochmal dann komplett zu sehen. Jetzt im Livestream, nachher heute Nacht dann eben auch schon wieder online auf YouTube gestellt. So, Lutz, das ist heute unser stärkster Testspielgegner bis hierhin, Gruppenligist. Ja, für die, die sich nicht damit beschäftigt haben, wo ungefähr ist denn ein Gruppenligist anzusiedeln? Die wievielte Liga ist das denn? Also es ist unter der Verbandsliga, über der Verbandsliga ist die Hessenliga, über der Hessenliga ist die Regionalliga, also vierte, fünfte, sechste, siebte. Unter der Gruppenliga kommt noch? Dann ist die Kreisoberliga schon. Das ist dann die Kreisoberliga, Kreisliga A, B, C und so weiter, was es da halt gibt, je nachdem wie viele Mannschaften. Also so bis in Mitte drin. Es ist so Mitte drin. Es ist schon jetzt, sagen wir mal, hier der gehobene, der ernstzunehmende Hobbyfußball. Also das ist jetzt hier. Also Hobbyfußballer, die schon ein bisschen spielen können. Das sind Hobbyfußballer, die ein bisschen spielen können oder sagen wir mal so, die vielleicht auch höher spielen könnten, aber aus irgendeinem Grund das nicht tun. Also Gruppenliga ist schon, da fängt es langsam an, wo ich sage, ja, da muss man schon ein bisschen mehr machen als nur Schnick, Schnack, Schnuck. So Lutz, und du warst ja hier fleißig, hast schon kräftig recherchiert. Ja. Da gibt es ja auch heute wieder ein paar Namen, die wir so noch nicht auf dem Tableau gehabt haben. Ja, bei uns das ist erste Halbzeit, ich habe es gesagt, Jake Hurst ist das, ein Testspieler, ein Engländer, geboren in Nauheim, also in Bad Nauheim, nicht hier in diesem Nauheim. In Bad Nauheim, ist 23 Jahre alt. Beim TSV, also der türkische Sportverein Bad Nauheim von 1973, hat er zuletzt gespielt. Sein Trainer, den kennen wir auch, Tufan Tosunoglu. Ach ja, natürlich. Tosu haben wir ihn genannt. Tosu, ganz genau. 1,94, Kante groß. Gleich geht's aber los. Warte mal, dann erzähle ich euch über... Ja, dann geht's jetzt los. Gott mit uns, der OFC, der ist im Spiel. Und Nauheim, die sind bis jetzt spielbestimmend. Der OFC mit noch keiner einzigen Ballberührung. Wann hat's das zuletzt gegeben? Jahre her. So, aber da vorne haben wir den Torwart erst einmal von der Andreas Ries. Ist das denn da ganz vorne? Dieser Riesenkantenmann da, das ist Jake Hurst. Die Rückennummer, warte mal, hatte ich mal gucken, welcher 38 hat er, ja, unsere Testspieler.
Guck mal, jetzt ist hier Hoca auch im Gefecht und das freut mich, denn der hat ja ein bisschen später einsteigen müssen. Er war ja ein bisschen verletzungsbedingt ja zurück in Rückstand, in Trainingsrückstand. Aber das sieht schon mal wieder ganz gut aus, wie er hier läuft und auch gleich seinen Mitspieler findet. Der OFC dann eben über die halbrechte Verbindung unterwegs. Aber ich habe dich unterbrochen, du warst noch im Redefluss. Nur so busy ist das. Jake Hurst ist aber ein Rundum-Athlet, also Fußballer, der hat, spielt zwar in unteren Ligen, halt eben auch der Gruppenliga, hat aber da über 50 Tore geschossen, also der hat überall, wo er da spielt, monstermäßig viele Tore geschossen. In der Jugend hat er aufgepasst, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, der ist verrutscht, versemmelt, passiert, Luka Garic, passiert, macht nichts. Hat er bei den Hühnern gespielt und beim FSV Frankfurt, also der hat schon eine gute Jugendausbildung genossen, ist dann ein bisschen in den unteren Ligen, hat er umhergespielt, weil er auch ein zweites, nicht Standbein hat, aber er spielt gerne Tennis und da hat er eigentlich sogar, das habe ich in der Zeitung gelesen, lustigerweise die größeren Ambitionen, weil seine Eltern haben eine Monster-Tennisschule da in Bad Nauheim und er ist wohl auch ein sehr, sehr guter Tennis-Crack, also er ist ein Rundum-Athlet, lassen wir uns da mal überraschen. Was er so bringt. Ganz vorne steht er am Strafraum mit der 38, Jake Hurst, 23 Jahre alt. Ja, jetzt versucht sich Nauheim erst einmal zu befreien mit dem weiten Schlag nach vorne, aber der UFC schon wieder zurück am Spielgerät. Ja, dieses Trainerteam samt Teammanager hier vorne ganz in Grau gehalten, sitzen hier vorne auf der Bank. Und dann gibt es auch eine klitzekleine, ja, Mannschaftsbank hier, ein Mannschaftshäuschen oder wie nennt man das genau? Ja, das ist ein Spielerhäuschen. Genau, und das, da passen nur 3-4 Leute drauf. Und ja, das sind jetzt ein paar ganz, ganz wenige zu hier gebliebene, denn die anderen, die müssen ja laufen, Lutz. Laufen, ja. Da sind einige dabei. Und was ich sehr schön fand, was ist denn jetzt? Ist jetzt nicht wahr, oder? Das glaube ich nicht. Jetzt geht hier die Sirene an. Also jetzt ist hier entweder Feueralarm oder ich weiß nicht was. Die Russen kommen. Ja, die sind schon da. Die lieben Leute, du. Das war's jetzt. Waren das die Nauheim Ultras? Das waren die Nauheim Ultras. Da sind sie wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob man uns noch hören kann. Also ja, wir hören uns nicht mehr. Nein. Das ist schon sehr, sehr geil. Das ist, ich kenne das noch aus den 70ern, da war sowas regelmäßig. Ja. Waren die Dinger das alle Vierteljahr oder halbe Jahr wurde das mal gemacht. Aber jetzt erst einmal Vierrad, bitte zum Tänzchen und unser Pavillon, der macht sich selbstständig und 1-0. Und das war dann Serkan Vierrad. Ja, also da haben wir das Ding. Ob das zur Anfeuerung dienen soll, ich weiß nicht. Ich glaube, die wollen uns loshaben, doch. Also meine Fresse. Ich meine, es ist hier Flughafennähe, ja, sage ich mal. Wir sehen ja, das heißt Nähe, ist auch relativ. Wir sehen die Flieger schon noch sehr weit entfernt starten und landen. Nee, das kann es auch nicht sein, dass man sagt, das sind so Katastrophenschutzübungen, falls mal was ist oder so. Nee, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, nur um uns zu ärgern. Das waren Eintracht-Fans, gell? Ja. Ein klares Störmanöver. Das wäre ein Störmanöver, ja. So ist es. Aber der UFC führt schon 1-0. Ja, also Vierrad hat getroffen. Dritte Minute. Ja. Wollen wir nicht meckern. Und so kann und so darf es weitergehen, denn wir wollen ja nicht nur die Kickers sehen, wir wollen ja auch Tore sehen. Denn wir freuen uns ja, dass wir jetzt endlich wieder richtigen Fußball sehen, nachdem wir da dieses komische Turnier dort streckenweise verfolgen mussten. Welches Turnier? Ich weiß nicht, da hat doch, glaube ich, kurzzeitig hat auch mal die deutsche Elf mitgespielt, oder? Ich dachte, die waren, nee, ich glaube, die deutsche Elf war auf so einer Marketingreise, so einer Asienreise, wo sie mal auf den Team, um die Märkte Südkorea zu erschließen, haben sie, glaube ich, mit ihrem B-Team haben sie, glaube ich, gegen Südkorea gespielt. Aber dieses Spiel war für mich ein Gipfel der Unsportlichkeit, ja, weil gerade als die deutsche Mannschaft, ja, anfangen wollte, sich zu bewegen, schießen die Koreaner das 1-0. Das ist eine Frechheit. In der 85. Minute. 95. Die wollte gerade anfangen, sich zu bewegen. Ja. Da kannst du mal sehen, was das für unsportliche Gegner sind. Ich so, ich habe die Körpersprache gesehen, da hat nämlich der Groß zu Müller gesagt, den Eckball noch und dann machen wir sie platt, hat er gesagt. Den Eckball noch und dann machen wir sie platt. Also endlich wieder richtigen Fußball. Ja. Kickers Offenbach ist da. Und ich denke, so mancher OFC-Fan hat gesungen, als er die Nationalmannschaft hat spielen sehen. Wir wollen die Kickers sehen. Ja, ich habe es zumindest gedacht, weil ich habe mir schon gedacht, eine ambitionierte Regionalliga-Auswahl hätte sich mit Sicherheit ehrenvoller geschlagen. Weil du das gesagt hast, hier so eine zweite Garde, also es war ja leider nicht die zweite Garde der DFB 11, denn ich glaube, eine zweite Garde in Anführungszeichen, also die ambitioniert wären, um dort mit hätten nach Russland gehen zu können, die hätten mit Sicherheit besser abgeschnitten, die dort schon satt waren. Denke ich auch. Da waren etliche, glaube ich, die haben ein bisschen viel vom Buffet genommen, die waren satt.
Aber egal. Unsere hier sind nicht satt, die sind hungrig, die wollen noch was wissen, die wollen es wissen in dieser Saison. Ich sage noch was zum SV 07 Nauheim. Weißt du, was die mit uns gemeinsam haben? Na, sag es. Hessen-Pokalsieger. Ach, tatsächlich, sind die Hessen-Pokalsieger? Waren es. Also wir waren... Nein, sie sind es auf ewige Zeiten, 1900, wann gewesen? Also laut ihrer Homepage, das ist lustig, laut ihrer Homepage waren sie es 1954. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das guckst du mal nach. Das Weltmeisterjahr, da war Deutschland noch Weltmeister. Ja, kannst du dir das vorstellen? Deutschland war mal Weltmeister. Ja. Ja, das gab mal Spieler, die sind hoch erhobenen Hauptes vom Feld gegangen. Oder wenn sie gebeugt waren, weil sie müde gelaufen waren. Nicht da waren die anderen Favorit, nicht genau, die Deutschen. Da waren die anderen Favorit. Die Ungarn Favorit. So sieht's aus. Nee, und das, aber laut Wikipedia, da habe ich mal nachgeschaut, bei den Hessen-Pokalsiegern aller Zeiten. Und da steht eigentlich drin, dass sie 53 geholt haben, weil 54 wäre es gar nicht ausgespielt worden. Jetzt haben wir beide zwar damals gelebt, aber haben uns um andere Dinge gekümmert, ja. 54, 53, ja. Da war ich so um die 38. Ja, ich war 42, glaube ich, damals und habe mich halt um meinen dritten Wagen gekümmert, ja, meinen VW Käfer, den ich den ganzen Tag geputzt und gewienert habe. Das Gogomobil. Das auch, das ja, Gogomobil oder eine Isetta. Da würdest du nicht reinpassen. Nee, so eine Isetta, da hätte ich, glaube ich, Angst drin. Nein, also das sind auf jeden Fall Hessen-Pokalsieger geworden damals und hier ihren Bezirkspokal haben sie 2006 auch nochmal gewonnen. Also Pokalmannschaft, deshalb sind, sage ich heute, Warnung, wir spielen hier UI Cup, ja, dürfen wir nicht vergessen, das ist auch unser Europapokal, weil auch Nauheim hier bei Groß-Gerau liegt in Europa. Immer gefährlich, müssen wir aufpassen. Also Trenhoca, ja, da hat er den Ball zurückerobert und dann wird abgepfiffen. Und dann merkst du, dass wir hier verpfiffen werden, so sehen es auch die Zuschauer. Ja, das ist ja auch, sind alle aus dem Kreis Darmstadt hier, die Schiedsrichter. Ist doch logisch, dass wir da keine Freunde erwarten dürfen. Du. Ja. Dann siehst du an so weiten Schlägen, siehst du schon den Unterschied zwischen jetzt hier der Gruppenliga, wo ich sage, das ist der ambitioniertere Amateurfußball, und halt den noch tieferen Klassen, weil das sind schon hier locker aus der Hüfte geschlagen, so ein weiter Ball. Und das findest du halt, je weiter runter du kommst, dann eher zufällig oder nur sehr, sehr selten. Also heute wird es nicht ganz so einfach, aber wir führen trotzdem 1-0, dritte Minute Vierrad. Und das ist bei der Hitze sehr wertvoll. Also nutzt die, die jetzt da unterwegs sind, die da laufen müssen für die Pulsuhr sozusagen. Ja. Wie sieht das denn aus? Wer wird denn da vielleicht in der zweiten Halbzeit noch kommen? Aber jetzt schauen wir erst einmal, denn der OFC, der ist ja wieder unterwegs. Kommt er jetzt über die rechte Seite ins Zentrum gespielt und dann müsste es klingeln. Aber da war es dann nichts. Ihr habt da Wiche, war das, ne? Ja, aber jetzt gibt es einen Einwurf. Ja, da haben wir noch eine zweite Mannschaft, die wird dann... Taktisch, nehmt nur mal schnell vorneweg, dass ihr euch da mal gedanklich drauf einrichten könnt. Da wird immer noch, Daniel Endres ist fürs ganze Spiel heute geplant und dann hätten wir... Also die Sirenen sind vielleicht nicht ganz unbegründet gewesen, weil jetzt kommt hier auch Feuerwehr und da. Also irgendwas muss hier gewesen sein. Ich will jetzt nicht hoffen, dass sie irgendwo hier eine Bombe gefunden haben. Ein Chemieunfall direkt hier bei uns irgendwo. Ja. Ich habe jetzt hier einen Radfanshop drin hier. Das ist hier dieser seltsame gelbe Rauch, der da kommt. Oder wollen die den einen da abholen, der mit dem verstrahlte Trikot da gekommen ist? Der ist schon weggerannt. Der ist fort. Das war aber knapp. Da zappelt nicht der Ball im Netz, sondern Endres wie ein Fisch im eigenen Tor. Denn da hat er die Chance nutzen wollen mit einem Weitschuss. Kai Becker war das. Kai Becker. Und das ist das, was ich sage. Das ist der Unterschied. Halt hoch zur Gruppenliga, da läuft halt da schon mal ein Junge rum, der von der Mittellinie mit voller Absicht und gezielt das Ding nur Zentimeter am Winkel vorbeihaut. Ja, das war fast Mittellinie. Von der Mittellinie. Genau. Hammer, fast von der Mittellinie. Aber hat unser Kameramann exzellent gut eingefangen hier, hat man richtig gut gesehen. Also der hat schon ein gutes Händchen, ist heute das erste Mal an der Kamera, weil Testspiele nutzen wir auch, um zu testen und uns weiter zu entwickeln. Insofern herzlich willkommen unserem Kameramann Dexter. Ja. Aber nicht Dexter Langen. Nein, der ging einst von Offenbach nach Rostock. Wir waren froh, dass er weg war und dort spielte er jahrelang Bundesliga. Und in Dresden, ja. Dresden-Rostock. Genau. Unglaublich. Unglaublich. Bei uns konnte er nicht gerade auslaufen. Aber da war schon gar nicht gegen Ball drehen. Ja, aber dort war er der Star. Top-Bundesligaspieler. Also großen Respekt. Ich will das gar nicht respektierlich sagen. Nein, überhaupt nicht. Weißt du, was der jetzt macht nach seiner Karriere? Nee. Der ist Erzieher geworden. Ganz gute Sache, ja. Der ist Erzieher geworden. Der hat, Kindergärtner. Fußball schon mal war, dann ist das naheliegend. Ja. Jake Hurst. So, der OFC kommt erneut und überall immer noch Polizeisirenen hier. Ich weiß nicht, was genau hier los ist. Vielleicht erfahren wir es noch. Und jetzt könnte es noch mal klingeln. Ah, halb links verlagert sich die ganze Geschichte. Dann war es dann doch nichts. Aber den hat er gut abgelegt, den Ball eben, der Jake Hurst. Pass mal auf, da ist er wieder. Sind wir wieder dran. Schön. So, jetzt Vierrad. Oh ja, da ist er drin. Und das war Benjamin Kirchhoff.
Eigentlich ein Kopfballungeheuer, ja. Aber der weiß natürlich, wo das Tor steht. 2:0. 10. Minute. So darf es weitergehen. Also, dann werde ich euch jetzt nochmal aufklären. Zweiter Durchgang wird dann spielen. Daniel Endres, die Kette hinten, Götzscher, Albrecht. Tilly Julis ist dabei von der U19 und Scheffler. Dann haben wir da noch mit Eray einen weiteren Testspieler, sage ich euch nachher noch was dazu. Vetter, Zawada, Ferrokowski, Ikpida auf der 6 und vorne Treske. Das ist die Mannschaft, die für den zweiten Durchgang vorgesehen ist. Aktuell spielt Endres, Max, Kirchhoff, Schulte, Stoilers, Rapp. Dann haben wir Darovica, Hoca, Garic, Firat und Jake Hurst vorne. Aber nicht Geoff Hurst. So, also unser Kameramann, der hat auch dieses Tor schön eingefangen und er bemüht sich hier sehr um Großaufnahmen, damit ihr umso mehr vom UFC sieht, aber wir wollen das Ganze auch räumlich sehen, deswegen haben wir jetzt ein bisschen taktisch umgestellt, werden dem Ganzen ein bisschen Raum geben im Bild. Jetzt erst einmal Hoca mit viel Raum, ja, kann er sich orientieren, wählt die linke Seite auf Stoilers. Sieht wirklich ganz, ganz anders aus. Sieht so aus wie Mokhtari einst. Ja, aber der hat wirklich oben, das ist schon ein Athlet geworden. Aber auch die Frisur. Ja, ja, klar, gut, die macht natürlich brutal. Aber das ist immer die Sommerfrisur dann. So im Winter haben sie alle wieder ihre Tollen und so. Ich habe auch momentan die Sommerfrisur. Ja, ja, ist klar. Du hast ordentlich nochmal durchpoliert, ja? Ja, richtig. Ja, nochmal schön mit Sonnenschutzmittel einpoliert, ja, damit es... Erdal Rex. Ja. Ja, muss schon sein. Aber ich finde so einen Platz schön hier, das ist schön. Also hier mit dem Dach, mit den Bäumen, dem Wind. Das ist das früher Erdal, das ist einfach, es glänzt ideal. Ja, ja, so ähnliche Werbung. Ich habe gestern wieder gedacht, Mensch, ich will so die alten Werbungen mit Clementine und sowas. Ich will sowas mal wieder haben. Die Ariel Clementine. Die Ariel, oder sie baden gerade ihre Hände drin. Tilly. Palmolive. Tilly Palmolive, ja genau. Sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, in Geschirrspülmittel? Nein, in Palmolive. In Palmolive, genau. Also wir werden lieber für den OFC und der wirbt auch für sich, führt schon 2:0 und setzt hier die Gastgeber enorm unter Druck bei tropischen Temperaturen, zumindest dort unten auf dem Geläuf. Einzig und allein wir sitzen hier im Schatten und ja, können hier gut unsere Sprüche loswerden. Ein schöner Pass von, naja, kann man dann doch nicht an. Der war nämlich hinten gedacht für Ihab, glaube ich. Ja. Der Torwart, der gerade den Ball hat, Andreas Ries, der hat einmal Verbandsliga gespielt beim TSG Wörsdorf. Ich meine, die waren sogar mal in der Hessenliga, oder? Immer noch Polizeisirenen und Feuerwehr, ja, was da ist. Also das war wohl kein Spaß, diese Sirene hier. Die hat wohl. Sie kommen auch näher, Lutz, gleich holen sie dich hier ab. Meinst du, sie holen mich, oder was? Meinst du, sie haben mich gefunden? Jetzt haben sie dich gefunden. Falco hat auch gesagt, keiner wird dich finden. Ja, da habe ich mich drauf verlassen. Na, haben sie mich doch gefunden. Genie, oder? Das war Genie, ja, genau. Ja. Keiner wird dich finden. Habe ich gedacht, er meint mich. Das wissen die jungen Leute alles nicht, was wir hier erzählen. Von Clementino und Falco und Genie. Und nein, aber ich habe auch Mike Vetter gefragt und den... Lukas Albrecht habe ich noch gefragt. Lukas Albrecht war dabei und der habe ich gesagt, kennt ihr Geoff Hurst? Wegen diesem Jake Hurst, ja, ist ja eher ähnlich, obwohl der eine Hurst geschrieben wird, der ja Hirst geschrieben wird. Kennt ihr Geoff Hurst? Ja, und er ist ja immerhin, ihr Lieben, das ist der Schütze des Wembley-Tors und das kennt ja wohl jeder. Ja. Das berühmte Wembley-Tor. Und er hat drei Hütten in diesem Endspiel gemacht, darunter dieses Wembley-Tor. Die kannten ihn nicht. Das war, als der OFC damals gegen Tottenham gespielt hat in Wembley. Ja, da war das. Beim Weltpokal. Richtig. Beim Weltpokal. Ja, wir haben jetzt regelmäßig gespielt. Regelmäßig, eigentlich immer. Wir waren auch gesetzt. Flutlichtpokal, Messepokal, alles. Das Allerschlimmste war ja, wir haben ja mal zeitweise sogar mit den Hühnern gemeinsam solche Mannschaft gebildet. Ich glaub, da waren auch, glaube ich, Flutlichtpokale und so Geschichtchen. Ne? Ja, das waren aber in der Hauptsache. Gegen Real Madrid sogar, glaube ich. Ja, und AC Mailand, Amsterdam. Das waren aber Hoca, aus dem Stand raus, gut gemacht. Das waren so Werbegeschichten von der Henninger Brauerei in der Hauptsache. Die haben das finanziert, die Bikeschaft, und dann wurde das halt so, ja, so waren so Freundschaftsspiele. Also, Zeug hat wieder Seitenlage. Das ist geil, ja. Wenn das da wie in der Luft steht, warum fällt es nicht einfach runter, oder? Ja, vielleicht ist eins runtergefallen. Vielleicht ist deswegen der Auto, der Alarm. Sein. Wir haben es nur nicht gesehen. Das ist viel einfach bumm, ist eins runtergefallen. Jetzt hoffentlich nicht gerade über Tempelsee. Also, das wäre fatal. Nee, das ist nicht Tempelsee. Ich sehe, das ist ziemlich bei der Hühnerarena dort. Jetzt fällt es gleich. Also, OFC wieder im Vorwärtsgang. Es müsste sich jetzt ungefähr über der Hühnerarena bewegen. Das stimmt, das grob Hühnerarena. Jetzt runterfallen.
Eieiei, da ist auch irgendwas. Da lief den ganzen Morgen Musik oder so, wie ich dran vorbeigefahren bin. Da waren überall Ordner, also irgendwas muss da gewesen sein. Public Viewing kann es ja nicht sein. Da war endlich mal was los dort drüben im Wald. Da war was los, ja. Da ist ja sonst nichts los. Irgendein Konzert oder keine Ahnung, oder so ein Ufter-Event oder so, ich weiß es nicht. Okay. So, was haben wir gespielt? Hier, 15 Minuten. Das kommt mir länger vor als 15 Minuten, aber es sind 15 Minuten. 2-0 für der OFC, Vierradkirchhoff, 3.10. Riesenchance durch Kai Becker, der hat das sofort antizipiert von der Mittellinie. Haut er das Ding da, weil der Eck ist natürlich gewohnt weit vom Tor steht. Aber der Ball fliegt ein paar Zentimeter über den Winkel. Also das spricht ja für den Jungen, dass er sich damit beschäftigt hat und das weiß und dann einfach mal abzieht. Absolut. Nein, das ist schon hier der bessere Amateurfußball. Ich denke mal, der eine oder andere wird auch hier Bratwurst kriegen nach dem Training, aber es ist natürlich... Stoilers Vierrad sollte wieder auf Vierrad kommen. Betonung auf sollte und Hotscha zimmert das Ding mit dem rechten Fuß ins linke Eck. Was für ein Schuss. Unfassbar. What a shot, wie der Engländer. What a shot, ja. Ja, das ist, ich sag immer, der Trenn ist ja noch nicht am Ende der Leiter angelangt. Bei dem ist ja noch Luft nach oben. Das ist ja das Schöne. Und die Luft, die ich bei ihm ganz speziell noch sehe, ist, dass er seine eigentlich schon gute Schusstechnik noch mehr verfeinert und noch häufiger auspackt und genau solche Dinge raushaut. Ja. Ja, weil du weißt noch, vor 2 Jahren, die Freistöße, die sind alle übers Stadion geflogen. Ja. Es wurde alles ein Stück weit immer besser und das ist das, wo ich dieses Jahr denke, da kann der Trenn auch noch mal einen schönen Schritt machen. Kicken kann er sowieso. Ja, 3-0 nach 16 Minuten. 16 Minuten, das ist eine tolle Sache. Ja, das ist krass. Makorab. Heiß. Er hat gesagt, es wird rappeln. Rappeln wird's. Ja gut, es rappelt in der Kiste, aber in welcher? Ja, ene, mene, mister. Es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck und du bist weg. Du bist weg. Ja, die Chance ist weg. Der Ball ist weg. Jetzt ist aber noch da mit Stoilers. Ja, kriegt den noch. Und Johnny. Ja, bitte zum Tänzchen, ne? Johnny Marx. Oh, Garic. Da war Hörst, also da hat er schon ziemliche Lufthoheit gehabt. Das ist ja ein Ball, der nochmal durchrauscht, da kommt er irgendwie gerade noch dran. Im ersten Testspiel, das war ja, was war das? Arligis, ne, glaube ich, oder Kreis. Arligis. Ja, und da haben wir ja, glaube ich, eine halbe Stunde überhaupt kein Tor gemacht. Ja, das war das. Das war das, wo ich ja sage, ich gestehe den Jungs immer alles zu, aber da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil sie können es halt besser. Und da Chancen hatten wir ja. War ja nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Der Torwart war klasse, das räume ich ein, aber wir haben auch Chancen damals verballert, war im zweiten Spiel deutlich besser und heute hier beim Gruppenligisten nach 20 Minuten 3-0 führen, da brauchen wir jetzt gar nichts mehr sagen. Ich habe gesagt 9-0 wird es werden. 6-1 gesagt. Gut, ich frage mich, wo siehst du das Gegentor? Weiß ich nicht, ein Geschenk halt. So ein Gastgeschenk. Machen wir Geschenk? Gastgebergeschenk. Ja, wir machen doch keine Geschenke, oder? Ah, weiß ich nicht. Also das ist, nein. Könnte man dann schon mal machen. Nein, das sieht ja wie Absicht dann aus. Nein. Wenn da so ein tolles Tor wie von der Mittellinie, wenn der reingeht, dann sage ich Chapeau. Du weißt, meine Prognosen, die stimmen meistens, ob es die Zuschauerzahlen sind, ob es der Weltmeistertipp war. Habe ich gleich gesagt, England macht das, ja. Deutschland fliegt in der Vorrunde raus. Habe ich übrigens 100 Euro verloren, weil ich genau das getippt habe, dass Deutschland in der Vorrunde rausscheidet. Ja, also und... Das war Hörst eben. Ja, aber das gute Möglichkeit. Ganz, ganz feine, auf den Punkt gelegte Technik. Sehr gut. Naja, und jetzt, wo England so gut wie Weltmeister ist, ne? Das stimmt. Also da solltest du dir schon mal Gedanken machen. Dann. Ja. Ja, gut. Ich bin großer England-Fan. Ich habe auch noch einen England-Schal. Für mich gibt es nur ein Team und das ist England. England. Ich sage ja so persönlich, ich sage, okay, ich werde gerne mal einen Weltmeister, so einen völlig Fremden. Also ich will jetzt nicht Brasilien, Argentinien im Endspiel sehen. England ist doch völlig fremd. Die haben doch noch nie was gewonnen. Ja, doch einmal. Ja, außer der Geschichte. Aber zum Beispiel auch Kroatien, sowas. So Mannschaften würde ich schon gerne mal sehen, dass die das holen. Das meine ich mal so ein... Wir hatten es doch eben vom Wembley-Tor. Also im, ja. Im Grunde haben sie noch nie eine WM gewonnen. Im Grunde noch nicht. Also von mir können es auch gerne die Engländer werden, um Gottes Willen. Also die zähle ich auch fast dazu mit, haben ja noch nie was gerissen, weil das Fernsehen war schwarz-weiß. Ich war, glaube ich, 3 Jahre alt. Also das, wie gesagt, ich habe da jetzt keine reale Erinnerung dran. Ich kenne das nur aus Büchern. 66? Ja. Also das wäre jetzt vermessen, wenn ich sage, ja, ich erinnere mich gut. Ich meine, wir hätten es damals übertragen hier. Ja, Fanradio, stimmt, oder? Stimmt natürlich. Ich war 3. Und ich sagte schon immer, schon damals sagte ich statt Geoff Hurst immer Jake Hurst. Ich hab's gewusst. Also er hat eben schön die Chance vorbereitet. Also der hatte bis jetzt nicht so viele Aktionen, aber die er hatte, die waren schon ansprechend.
Ja, relativ wenig Zuschauer, vielleicht 150, vielleicht maximal 200. Das ist nicht so üppig. Wobei man auch sagen muss, dass wir hier so im Westen, in Offenbach West, auch nicht allzu viele Anhänger haben. Nee. Also wir sind hier reingefahren und da war an irgendeinem Schild hinten drauf klebte ein riesiges Gummitier, also so als Aufkleber. So von Wiesenhof, oder? So, ja, Wiesenhof, irgend so ein ganz so ein Hähnchen, irgendwas war das. Und da wusste ich schon, okay, wir sind willkommen. Ja. Das heißt Welcome Kickers. Ja, also sagen wir mal, viele neue Fans, wenn wir hier heute nicht gewinnen. Die hier sind, die waren es schon immer. Richtig. Ja. Die trauen sich was. Ah, oh, schön gemacht. Stollers? Der muss er gleich machen. Ja. Den muss er gleich machen. Hat er zu lange überlegt. Hat ihn noch gefragt, wo willst du hin haben? Rechts, links, aber hätte er besser geschossen. Ne? Ja, das ist es halt. Zu viel Kommunikation ist manchmal auch nicht gut. Ist auch nicht gut, aber ich muss mal gerade was gucken hier. Also entweder hat er den Verein verlassen oder er ist noch im Urlaub, noch in Malle oder sowas. Aber der Fabio De Leo, der hat hier 20 Tore gemacht letzte Saison. Das ist somit hier der absolute Torjäger. Der ist nicht auf dem Zettel. Also der beste Torjäger fehlt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ob er halt mal den Pavillon fest hat. Ja, Opa, nicht immer nur rauchen und Bier trinken, gell? Auch mal ein bisschen was tun. Ja. Opa gibt alles hier. Ja, Opa, jetzt mal ein Opa ins Bild. Der tanzt an der Stange des Pavillons. Das ist Stangentanz. Opa, ich mach für euch fast alles. Opa, Stenger, Stangentanz. Also jetzt Eckball. Kommt da rein. Kurz und halb hoch, wie einst Knut Hahn. Wollten wir damals schon nicht sehen. Kurz und halb hoch. Naja, gut. Man hat's halt ertragen. Du hast schon das schon auf den Kicker. Oh, da war. Also, nee, das war Kirchhoff, war das. Kirchhoff. Knut Hahn war natürlich ein technisch brillanter, toller Fußballer und ganz klasse Mensch. Ja. Aber diese Eckbälle, die haben mich zur Weißglut gebracht. Nicht nur dich, da kenne ich viele. So, Trinkpause. Er macht es schon gut. Er hat immer alles drauf. Trinkpause hier bei, ich sag mal, auf dem Rasen, wenn man da ein Thermometer hinhängt ins Tor, glaube ich, bei 40 bis 45 dürfte es einpendeln in der Sommer. Ja, Trinkpause, da können wir auch mit der Kamera mal hier auf unsere Jungs zielen, um zu sehen, wer da hier eine Fanta, eine Cola oder auch ein Bier trinkt. Oh, das ist ein oder andere. Ich glaube, in den Plastikflaschen ist Bier drin. Richtig. Ja, ich glaube, da ist Bier drin. Solltest du aber nicht verraten, hatte ich dir vorher gesagt, das solltest du nicht sagen. Scheiße, sorry. Also in den Plastikflaschen ist kein Bier drin, soll ich sagen, ja. Also Leute, vergesst bitte alles, was ich gesagt habe von wegen Plastikflaschen und Bier. Das stimmt jetzt so nicht. Also ich soll das Gegenteil behaupten, obwohl es natürlich nicht stimmt. Ja, Trinkpause, das ist sinnvoll bei dieser Hitze dort unten. Lebensnotwendig. Also in der Sonne, ich meine, im Schatten sind ja schon über 30 Grad. In der Sonne sollten es an die 40 sein. Ich sag 40, 45 ist das. Das sind so diese typischen... Garic, Luka Garic, der spielt noch A-Jugend und gehört zum Kader erste Mannschaft, kann aber die ganze Saison über, so wie letztes Jahr der Ferrokoski, wird er noch in der A-Jugend, der U19 halt, der macht die ganzen Testspiele, hat einen super linken Fuß. Ja, deshalb gerne. So, da habt ihr das auch nochmal mitbekommen, eine kleine Exkurs, was Garic angeht, von Lutz Kammermeier, hier, der sich hier mit dem Publikum unterhält. Ein Publikum anlegt. Nein, so volksnah sind wir. Wir sitzen mittendrin und dann können wir auch mal Rede und Antwort stehen. Ja, und das wollen wir auch. Und wir wollen auch weitermachen für euch, Fanradio. Und es braucht dringend deine Unterstützung. 40 Euro braucht es, wenn es auf einen Schlag zu viel ist. 2x20 Euro ginge auch. Oh, Vorrunde, Rückrunde. Oder ein Dauerauftrag 3,33 Euro. Das wäre ganz, ganz toll und wichtig. 12 Spieltage sind jetzt knapp finanziert. Also da ist noch eine Menge Luft. Noch 22 Spieltage müssen wir noch gemeinsam finanzieren. Das haben wir bis jetzt jedes Jahr irgendwie hinbekommen mit euch, dank euch. Und wir wollen weiter vorlegen. Das kann ich jetzt hier alles mal schön ausführen, weil jetzt hier noch Trinkpause ist. Aber es ist ambitioniert und wir brauchen euch dringend, so wie ihr uns braucht. Und das ist ein Geben und ein Nehmen. Wir wollen Gas geben, nicht nur die Ligaspiele, sondern auch die Testspiele. Live übertragen, sogar mit Bild, viele, viele Interviews und was wir alles so tun, rechts und links, das können wir nur mit eurer Unterstützung. Also haut rein, die Kontoverbindung ist eingeblendet auf der Website fanradio-ofc.de. Da freuen wir uns und vor allen Dingen, ihr tut euch selbst einen Gefallen. Jetzt geht's weiter mit dem OFC und Marco Rapp mit dem tollen Pass. Ja, auf ihr habt erwischt. So, der wird jetzt gleich mal wohl Fahrt aufnehmen und holt den nächsten Eckball.
Ja, von der rechten Seite. Gibt es eigentlich wieder was zu gewinnen nächstes Jahr? Ja, es gibt was richtig, richtig Geiles, Lutz. Ein Kuss von Lars Kissner. Nein, wir haben ja einen tollen Partner gehabt, die EVO. Und der Vertrag ist dann die GVO, genau. Und das ist dann nach vielen, vielen Jahren ausgelaufen. Aber jetzt kommt's. Die Sparkasse Offenbach, die ist nicht nur da in die Lücke gesprungen, nein, sie setzt noch einen drauf. Unfassbar. Ja, was denn? Ja, was denn? Es was gab kann ja. Es mehr geben als zwei Haupttribünen. Ja, das denkt man, das denkt man. Was kann es mehr geben? Das, jetzt gucken wir uns erstmal den Eckball an und dann werden wir das Ganze mal auflösen. Aber es ist in der Tat so, die Sparkasse hat sich was ausgedacht. So, jetzt kommt der Eckball von rechts in die Mitte, aber da steht niemand, außer die. Das blaue Shirt tragen und die versuchen es jetzt auch mit dem Entlastungsangriff, aber schon wieder Schluss mit lustig. Marco Rapp dazwischen, er ist ja ein Zerstörer, ein Bösewicht. Also auch ein Aufbauer, nicht nur ein Zerstörer, armer Marco. Oh, der war. Ja, der ist weg. Ja. So, und dann können wir das jetzt weiter ausführen. Also die Sparkasse Offenbach, Lutz, jetzt halt dich fest, Schnall dich mal an hier. Das kannst du nämlich nicht glauben, du hast es eben richtig gesagt. Was kann es denn mehr und Größeres geben als zwei Haupttribünenkarten vom Heimspiel am Biebererberg? Ja, das macht die Sparkasse auch. Aber mit VIP-Karten. Nicht wahr? Doch, mit VIP-Raumzugang. Unfassbar. Also im Wert so von 150 Euro pro Stück. Zwei Karten. Essen, trinken. Ja, mal richtig oben dabei sein bei den ganzen VIPs. Und natürlich bei uns beim Fanradio. Bier vorbeibringen. Also wirklich unglaublich. Und ja. Nee, aber tolle Sache, Sparkasse Offenbach. Herzlichen Dank. Ja, genau. Ehrlich, also super Sache von der Sparkasse. Zwei VIP-Karten. Für die Heimspieler. Also da sollte man nicht meckern. Da kann man auch gerne, wenn man mal Fanradio hört, bei den Gewinnspielen ja, mitmachen. Wir werden euch da zeitnah sagen, ab wann es denn losgeht. Wir müssen auch den Spielplan wissen. Ja. Weil es kann ja theoretisch schon sein, wenn wir ein Heimspiel haben zum Start der Saison, was sich ja alle wünschen, weil wir, glaube ich, 1952 das letzte Mal zum Start. Ja, aber auch da ist die Sparkasse vorbereitet. Ja. Da haben sie dann schon genau mitgedacht und haben gesagt, ja, wenn denn das so wäre, wie machen wir denn das? Ja, ja. Testspiel. Richtig. Soweit haben sie auch gedacht. Haben gesagt, dann nehmen wir das letzte Testspiel, um schon die ersten beiden ja im Stadion dabei zu haben auf den VIP-Plätzen. Absolut klasse. Dolle, dolle Sache, Hut ab, ihr Lieben. Also, auf der anderen Seite, wenn ihr uns nicht unterstützt und wir nach 10 Spieltagen einpacken müssen, gibt es auch keine VIP-Karten mehr. Da gibt es gar nichts mehr, ja. Also insofern ist das immer, es gehört eins zum anderen und wir brauchen eure Unterstützung. Und nicht irgendwie, sondern ganz, ganz dringend. Jetzt ist der Ball aber im Aus. Und beim Stande von 3:0, glaube ich, können wir nochmal zusammenfassen, wer die Tore gemacht hat, Lutz. Machen wir schnell. Vierer, Dritte, Kirchhoff, Zehnte, Hodja, 16. Ja. Und das geht unterm Strich auch absolut in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir eine Chance gesehen. Da kam Eckes einmal ein bisschen in Verlegenheit. Da stand ein bisschen weit draußen. Ja, das war schon von dem Kai Becker. Die 21 ist das. Das war schon toll antizipiert, wie man so schön sagt. Aber guck mal hier, die Nauheimer müssen auch laufen hier, die zweite Garde. Ah ja, Gott. Wie auch immer. Also nicht nur unsere. Hier, in Qualität steckt Qual drin, mein Lieber. Das ist so. Das Wort Qualität kommt von Qual. Genau. Das geht auch schneller. Mario Basler würde das so nicht unterschreiben. Nein, nein. Ich glaube, Mario Basler war ein Eckenabkürzer. Oder im Waldverschwinder war der, glaube ich. Ich glaube, wenn der hier trainiert hätte, ich hätte die Ecken abgekürzt, also vor der Eckfahne langlaufen, nicht dahinter. Und Mario Basler wäre irgendwo da hinten im Wald verschwunden. Und wäre dann so nach drei Weißbier wäre er wieder rausgekommen. Tresen wäre ja, vielleicht gesichtet. Drei, vier Weißbier hätte er reingepfiffen und dann wäre er wiedergekommen. Trainer. Er hätte sich an einem Wassereimer so ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt. Trainer, ich bin geschwitzt. Man kennt sie, die Tricks bei dieser Hitze. Nee, das ist schon ziemlich krass gerade da unten. Ich das immer gerne. Aber jetzt schauen wir mal. Vierrad ins Zentrum gespielt auf Hodja. Dann ist er erst einmal weg. Ja, Mario Basler, da waren wir ja gerade. Ne? Wir haben ja mal gegen ihn gespielt als Trainer, also in Burghausen. Ja? Und das war eine Riesenshow nachher, die Pressekonferenz dort oben. Ich dachte, das war so richtig wie im Wirtshaus, wie man das in Bayern kennt, so in der großen Schwemme. Ja. Ja. Die waren da berauscht. Natürlich haben sie auch gewonnen gegen uns, ist ja logisch. Ne? Und er hat eine Riesenshow abgezogen und die hatten da einen Shoppe nach dem anderen dort vorne. Also Burghausen halt. Das ist halt auch Mario Basler spezielles Entertainment. Ja. Das ist halt so. Die einen sagen, ein Mann der klaren Worte, die anderen sagen, der hat einen an der Waffel. Irgendwo in der Mitte ist es. Es kann ja beides stimmen, ja. Aber was halt auch stimmt, ja,
Er war einfach ein brillanter Fußballer. Absolut. Absolut. Also, und da, wie er das gemacht hat, ob mit oder ohne Rauchen, mit oder ohne Saufen. Völlig egal. Fakt ist, er hat die Dinger reingehauen, rechts wie links. Also das, ja. Er war gut. Er stand auch nicht nur, der hat auch viele Tore geschossen, so nach 40, 50 Meter Läufen, ja, wo er sie einfach alle abgehängt hat, wo keiner mitkam. Ja. Das ist so. Und dass das ganz ohne Training funktioniert, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Also nur Talent alleine reicht nicht für die Bundesliga und die Nationalmannschaft. Das ist so, da macht man dann später immer gerne so legendäre Witzchen draus, aber... Uli Stein hat ja auch in seinem Buch mal irgendwann zugegeben, dass er in der Halbzeit eine geraucht hat. Seit der Halbzeitpause immer aufs Klo ist und hat erstmal eine geraucht. Auch Uli Stein war nicht der schlechteste Torwart Deutschlands. Mir hat letzte Woche einer erzählt, ich weiß nicht, ob das wahr ist, ich will auch gar nicht sagen, von welchem Verein, da hätte der Trainer gesagt, so, und jetzt raucht er erstmal eine in den Halbzeitpause. Jetzt raucht er erstmal eine, weil er gemerkt hat, die waren so nervös und so. Und hätten dann das Spiel noch gedreht. Keine Ahnung. Unfassbar. Aber gut, so ist der Fußball. Also ich bin zwar nicht Raucher, aber das ist dann doch lustig. Ja, ja, das sind so Sachen. Aber Belgien läuft gut da. Garic, Vierat, Rapp. Ja, relegt er raus. Jan-Hendrik Marx. Rapp. Ja, du merkst schon, es ist schon etwas schwieriger vorne durchzukommen, weil die schon strukturierter und noch besser stehen. Defensiv. Also der Ball läuft gut, aber... In der Trinkpause haben sie einen Einlauf bekommen, glaubst du? Das auch, ja. Aber wir führen hier 3-0, also von daher, ich bin bisher noch absolut im grünen Bereich. So. Jetzt aber Entlassungsangriff, also wollen wir schauen. 2-1, 2 Offenbacher gegen einen Nauheimer. Ja, kann man auch mal Freistoß geben, ja. Also das gibt jetzt mal die Chance aus durchaus aussichtsreicher Position. Vielleicht, wenn die auch einen, ja... Freistoßschützen haben, dann könnte jetzt vielleicht auch mal was passieren. Also gefoult wurde erst einmal Zakaria Zaza, war das die 11 und die 12, glaube ich, war es die 12, der sich den Ball genommen hat, das wäre Sufian Bulas. Aber da stehen noch andere. Jetzt stehen sie natürlich so schräg, dass ich keine Nummer sehe. Aber wir werden sehen, wenn der Ball reinfliegt, werde ich mir mal merken, wer es war, aber er wird nicht reinfliegen, weil der Eck es hält oder er in der Mauer landet. Dritte Möglichkeit wäre, er fliegt übers Tor. Also eine dieser drei Möglichkeiten wird es geben. Ich glaube nicht, dass er ins Tor geht. Er muss auch jetzt den Wind berechnen. Ja. Das pfeift nämlich ein bisschen. Und er hat Rückenwind. Also der Ball wird schnell. Ja. Da läuft er an. Ja, aber immerhin. Er hat die Lücke gefunden, aber Ecke stand richtig. Hat die Kugel. So, und das ist jetzt Serkan Firat. Und das ist unser Kunstschütze, der gegen ihn da steht. Die 21, Kai Becker. Also zwei Kunstschützen, meinst du? Ja. Oh, wow, wow. Und Serkan, der wurde aber auch umgemacht. Wollte gerade sagen. Junge, also wenn du da pfeifst, pfeifst du da bitte auch. Jetzt wolltest du Rappel schnell machen. Serkan hat blockiert. Serkan ist auch losgelaufen wie eine Rakete. Aber Schiri hat es verlangsamt. Stoilers. Firat, Stoilers. Oh, da wäre Hurst gewesen. Sag ich mal so, den hätte er schon gemacht, glaube ich, wenn er kommt. So. Ja. Was macht denn eigentlich unser... Tormonster, da haben wir doch den Florian Dreske, der hat doch 7 Dinger gemacht beim letzten 7 Spiel. 7 in einer Halbzeit, ja. 7, das ist der Dreske-Trick. Ist jetzt in die Fußballbücher gekommen als Dreske-Trick. Sitzt doch da unten in dem Häuschen da, oder? Nö, die laufen doch, die laufen doch alle. Die sind doch alle hier unterwegs, oder? Ach nee, da unten? Das sind doch unsere Jungs. Da ist er doch dabei, der Dreske. Ja gut, Dreske lässt sich gerade tragen, sehe ich. Ja, er trägt die Verantwortung. Also Eckball für den OFC. Garic. Luka Garic, den sollten wir uns merken. Ah ja. Oh, der war gut gestoppt da hinten, das war wieder die 11. Sazar, also der war nicht so einfach tot zu stoppen. Also für die später eingeschaltet haben, 3-0 für der OFC. Firat hat getroffen, Kirchhoff und Hoca. Hoca, Tor des Monats. Ja, ein Strahl. Strahl in Winkel. 20 Meter, 21 Meter, halb rechts. Und unsere Spieler machen eigentlich immer nur Tor des Monats und Jahrhunderttore. Das stimmt. Aber der war schon richtig, das hast du richtig gemerkt, den will er genau da oben reinkicken und bumm war er drin. War jetzt nicht irgend so ein zufällig abgerutschtes oder so, das war schon geplant, Absicht. Meinst du also, viel besser hätten wir es beides auch nicht gemacht? Ja,
bei dir wäre ein bisschen mehr Wucht dahinter gewesen, bei mir vielleicht ein bisschen mehr Schnitt. Aber richtig, ja. Trenn muss ja noch Ziele haben. Ja gut, er ist ja noch jung, er ist ja nicht so, in unserem Alter. Ne? Ist so. Lass den mal in unser Alter gucken. Oh je, du. Macht der rechts wie links die Dinger. Oh je, du. Und dann 10 Jahre Profifußball. Ja. Günther Albert hat gesagt, Volley kann ich rechts wie links. Das ist richtig, konnte er ja auch. Und mit dem Schienbein. Und mit dem Schienbein. Und mit dem Arsch konnte er auch. Mit dem Arsch, du hat er auch gemacht. Absolut. So, Jan Hendrik. Der FC wieder. Sieht gut aus, also das Bällchen läuft richtig gut. Hast du gesehen, das war Hörst, das war gar keine so unfeine Technik, wer denn da drüber lupft. Da hat natürlich ein halber Meter gefehlt, deshalb konnte da Andreas Ries zupacken, aber sich da Räume zu schaffen. Also es ist, ja, also ich finde das gar nicht mal so unordentlich, was er da zeigt in den paar Situationen, die er da hat. Ist jetzt auch nicht so, dass die Mannschaft komplett seit Jahren auf ihn eingespielt ist und ihn permanent sucht, also muss man immer diese normalen Abstriche machen, die man halt bei einem Testspieler machen muss. Ja, der ist ja noch nicht so richtig drin in den ganzen Abläufen. Aber die Situation, die er hatte, die waren, ja, konnte man was erkennen, sagen wir es mal so. So, Daniel Endres, Capitano Schulte, linker Innenverteidiger, ist der Dennis wieder da. Ich wollte es vorhin sagen, der Aki Akötz, den habe ich gesehen, der läuft mit der Mannschaft, also da ist auch wieder im Kader, ist er heute noch nicht, aber der Aki läuft hier schon wieder fleißig mit durch die Wälder oder die Haine und Auen, die hier so sind. Da dürfte sich seine Knieprobleme auch, was gibt es da, ein Wechsel? Ja, ein früher Wechsel, die 3 kommt. Tino Fuhrmann ist das. Ich glaube, die 21, der nimmt erstmal ein Bier, das wie ein Wasser aussieht. Das war die 21, gell, der Kunstschütze, der ist schon mal raus. Kai Becker, rein ist Tino Fuhrmann. Wie heißt der? Karl Becker. Ja, Kai Becker, so ähnlich. Kai Becker. Karl Becker war mein Klassenlehrer einst in Wetzlar. Oh, hast du Eckes gesehen? Ja, ja, war hohes Bein, ganz klar. Gefährliches Spiel, gefährliches Spiel. Also, da war der Schuh ganz, ganz oben am Kinn. Und so gibt es erneut Freistoß. Und da haben wir eben schon einen ersten Warnschuss gesehen. Den konnte Eckes parieren. Und jetzt wollen wir mal genau hinschauen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Naja, das wäre das eine, was du ja getippt hast. Dann würde ich sagen, du hast herbeigerufen, vorbeigeschrien. Ja, du hast so verredet. Wie ich Weltmeister, England zum Weltmeister das wäre mir ja okay, getippt aber habe. Gegentore in Testspielen finde ich nicht okay. So, gucken wir mal. Jetzt sehe ich wieder nicht, wer das ist. Dreht schon mal um, Junge. Dreht doch mal um, Junge. Also jetzt ist er freigegeben. Und der gleiche. Ja, eigentlich genau der gleiche Freistoß, gell? Und Eckes hat ihn wieder geholt. Er hat wieder die Lücke gefunden und Eckes war wieder am Posten. Ja, aber er hat zumindest was zu tun. Weißt du, das ist ja natürlich, wenn du gegen A billig ist. Nicht, du meinst das nicht, dass der Eckes friert. Eben. Ruckzuck da hinten bei 40 gekühlt. Grad. Ja. Alter, der schwitzt, dann kommt ein Wind und dann ruckzuck hat er eine Grippe sich geholt. Ja. Und so ist er immer heiß im Geschäft. Oh, Hodja. Ja. Oh, der war gut. Schöner Pass. Oh, der war gut. Ja, kriegt er den noch? Ja, ja. Und es gibt Ecke, oder? Nein, Abstoß. Okay. Ja, die Krisensituation hat sich beruhigt da hinten. Was hier Sirene und Martinshörner angeht, haben sie die Hühnerarena jetzt wahrscheinlich dann umstellt. Die ist jetzt, ja, die ist jetzt wahrscheinlich, wird sie gerade abgetragen. Wird abgetragen. Wird abgetragen, dann wird das Schwimmbad erweitert. Entkernt. Entkernt, dann das Schwimmbad erweitern ist einfach. Ist da hinten eigentlich auch noch die Eisbahn? Gibt es das noch? Nee. Da war doch immer da hinten. Ja, mit der Radrennbahn drumherum. Ja, genau. So eine alte genau. Betonradrennbahn. Ja. Nein, das ist diese. Die haben sie auch abgerissen, oder? Die ist, ja, zugedeckt. Da hätten sie doch auch den Rest noch abreißen können. Was ja, das Schlimme ist ja, oder das Schöne habe ich ja beobachten können damals bei dem, also auf der Arbeit, dass die, das war ja ein Loch, war ja in den Boden reingegraben quasi. Ja, du hast ja oben gestanden und da war diese Eisbahn, die waren in einem Loch drin, weil ja diese Radrennbahn auch in einem Loch drin war. Und das haben die verfüllt mit dem ganzen Kram, den sie am Reststadion abgegraben haben. Haben sie erstmal da reingeschüttet. Ja, da ist jetzt, glaube ich, der Busparkplatz für die Gäste ist da, glaube ich, jetzt. Also ist jedenfalls, dieses Oktoberfest von dem Hausmann, dieses Partyzelt ist da immer drauf auf dem Platz. Was du alles weißt da drüben. Ich arbeite da, ich fahre da immer lang. Gut, dann bist du entschuldigt, das bleibt mir nicht aus. Sonst käme fast der Verdacht auf. Nein. Freiwillig gehst du da nicht hin, gell? Auch nicht zum Eddie Hausmann in irgendein Zelt oder sowas. Das würde ich dann auch nicht machen. So sehr bin ich dann auch nicht auf Mallorca fixiert. Also der UFC spielt um den Kreis herum. Und Marco Rapp. Ja. Vierrad. Ihr habt da Wiche.
Jetzt wird's auf engstem Raum gespielt. Wieder so eine schöne Aktion. Dreht sich da ganz schnell, hat den Überblick, lupft den rein. Das sieht nett aus. Das sieht okay aus. Aber in dem Moment hätte ich mir ein bisschen mehr Eigensinn gewünscht, dass er das Ding einfach mal aufs Tor wuchtet. Ja, aber ja, man kann nicht alles haben. Aber das war wieder so eine Aktion, wo ich sage, ja. Und er ist halt schon ein ziemliches Brett, also eine ziemliche Kante da. Macht aber auch einen sehr flotten, schnellen Eindruck. So, Hodja. Ja. Ja, komm. Jetzt kommt der Schuss. Ja, gar nicht so schlecht. Knapp oben links übers Dreieck. Hier, stell dir mal vor, bei so einem Wetter und so einem Wind müssten wir auf so einem Hartplatz spielen. Das haben wir ja früher gemacht als Kinder. Ja, ja. Rote Erde. Boah, hier, das. Da hast du eine Staublunge gehabt, du. Da brauchtest du nicht im Pott wohnen, um eine Staublunge zu haben. Ja. Hier, die müssen hier echt laufen, das ist ja brutal, also. Heiliger Strom. Auf dieser Tatanbahn. Ja, Tatan. Das ist ungefähr so, wie du es eben gesagt hast. Stell dir vor, hier auf der roten Erde zu spielen. Die laufen hier immer rundherum. Immer 400 Meter. Es ist schon gut, dass ich keinen Fußball mehr spiele. Ihr redet nur drüber. Ist schon besser so. Nee, das ist schon da unten nicht lustig zu spielen. Dafür sieht das Ganze schon sehr, sehr flott aus. Darf man nicht unterschätzen. Man sieht zu Hause, auch sonnig, toll. Das ist Butzebrate heiß. Ich hatte es einmal in meinem Leben bei so einer Hitze, wirklich da spielen zu müssen. Da Stunden danach trinkst du oben Wasser rein, dass du ausschwitzt nach dem Duschen. Das ist Wahnsinn, was du da an Verbrauch hast und wie ekelhaft es ist, sich da um jeden Meter rauszukämpfen. Na, das war ein kleiner Fehlpass. Ja. So, da ist er wieder. 6 Tore hat er gemacht. Zacharias Sazar, letzte Saison 6 Hütten. Wie gesagt, der Top-Torschütze Fabio De Leo, keine Ahnung, ob der weggekauft wurde von Real Madrid oder ob der in Malle noch im Urlaub ist oder ob der krank ist, verletzt, ich weiß es nicht, aber der fehlt. Der ist nicht auf dem Bogen. Der ist nicht dabei. Ja, da war er im Kombispiel. Ja, gucken wir mal, vielleicht. Hatten wir schon mal einen Engländer beim OFC? Wayne Thomas. Wayne Thomas, stimmt. Wayne Thomas. Alemannia Aachen. Lange her. Wayne Thomas. Aber hast du mal gesehen, so schnell fällt mir das ein, ne? Ja. Muss ich gar nicht lange überlegen. Nee, stimmt, Wayne Thomas. Wayne Thomas, ja. Das ist sein Alter. Ja. Ja, ich bin halt schon ein paar Tage schon dabei beim OFC. Das Jahr, aber weißt du... ist nicht mein erstes Jahr. Ich glaube, ich war letztes Jahr und vorletztes Jahr war ich auch schon dabei. Ne? Aber da war der Wayne Thomas nicht mehr dabei. Nee, da war der nicht mehr dabei. Da war der Wayne Thomas schon 30 Jahre nicht mehr im aktiven Fußball. Nee, ist wahrscheinlich bei der alten Herren Arsenal London spielt er mittlerweile. Oh, das war auch ein gefährliches Spiel. Ja. Da muss er pfeifen, ganz klar. Hodja, ganz, ganz hoch die... Fuß gehoben. Ja, was sagt uns das? Ja, das wird das Gleiche wieder. Oder 3 Freistöße, 1 Tor? Nein, aber das zeigt nur, dass der Hodja extrem beweglich ist. Weil das sei ja. Wir werden verpfiffen. Ist so. Aber es ist jetzt wieder die gleiche Position. Und ja, immer bis mal sehen, ob er jetzt wieder die Lücke findet und dann Eckes wieder parieren muss. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist, weil der immer so schräg steht, dass ich seine Rücknummer nicht sehe. Und auch beim Zurücklaufen dreht er sich nicht einmal kameragerecht hin. Opa, guck, dass das Ding hier wegfliegt. Opa, du, ja, der hält nur sein Bier fest. Gut. Ja, aber das war der Wind jetzt hier. Das war der Dennis bei uns, wenn bei uns der Pavillon wegfliegt, dann darf da auch mal der Ball wegfliegen. Das ist richtig. Nordseewind haben wir gerade, eine schöne... Lars, ich denke mal, wir sollten mehr Spenden einfahren, damit auch mal das Fenradum ein besseres Equipment bekommt. Ja. Das kennen wir gar nicht, Equipment. Bei uns geht das Geld nur für den Ferrari vom Grunau drauf. Ist so. Ah, okay. Jörg Grunaus Ferrari, was der frisst, das ist Wahnsinn. Ja. Letzter hat er ihn wieder lackieren lassen. Da hat mal einer gesagt, was brauchen die beim Fanradio da so teure Kameras und Equipment? Mir wird schon reichen, wenn die einfach nur die Tore filmen würden. Das stimmt, hat er ja recht. Das war ein Schlauer. Ja? Das war ein ganz Schlauer. Ich könnte auch, sagen wir mal, 80 Minuten mich an den Bierstand stellen und nur die Tore übertragen. Ja? Und wenn die Mannschaft uns sagt, passt auf, jetzt machen wir ein Tor, dann brauchen wir nur die Tore zu filmen. Richtig. Ja? Richtig. Und da hat er eigentlich recht. Muss ich sagen. Im Grunde ja. Und dann brauchst du dann kannst du das auch mit der billigen Kamera machen. Das brauchst du, ja. Da hat er geschrien.
Aber weiter wird gespielt hier. Der Schiri hat da kein Erbarmen. Marco Rapp spielt da Ihab der Wische an, lässt durchstecken. Johnny Marx mit dem Haken und dann mit dem Außenriss reingeschluppt. Ja, und jetzt sollte man vielleicht mal eine Verletzungspause einlegen für die beiden, denn da liegen zwei, ein blauer und ein roter. Jetzt wollen wir das Tor machen. Okay, da will ich das noch ganz kurz nutzen. Wir brauchen auch noch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, wie auch immer. Und zwar nicht im Fanradio, sondern im OFC-Medienteam. Was könntest du oder was solltest du können? Du solltest in der Lage sein, ja, einen Text zu schreiben. Das heißt, ja, in Deutsch einigermaßen gut sein. Und es geht um die Spielberichte. Dass man hier einfach solche Spielberichte hier bei den Testspielen, aber auch bei den Ligaspielen, wie wir das auch sonst immer machen. Das heißt, es gibt dann eine Pressemeldung, da steht ja dann drin, am so und so wieder Spieltag. Ja, Drahtkickers Offenbach bei so und so an. Zuletzt gab es die und die Spiele und so weiter. Ja, und eine schöne Überschrift drüber und dann eben so ein bisschen was, was den Spielverlauf angeht. Da suchen wir noch dringend eine Erweiterung unseres Medienteams. Wir sind 13 Leute und wollen dich als 14. begrüßen, egal ob Männlein oder Weiblein. Nur ein bisschen gerade ausschreiben müsstest du können. Schreib einfach gerne auch, wenn du es, weil du so gewohnt bist und jetzt hier zuhörst, an fanradio@ofc.de. Und dann gucke ich mir das an, nehme dir Kontakt auf und dann kannst du vielleicht auch in unserem Medienteam mitgestalten. Ja. Hab ich was verpasst, Lutz, hier am Feld? Nö, Neckball. Haben aufgeschrieben. Ihr habt, mal gucken, müsste eh gleich Halbzeit sein. Also lange ist hier nicht mehr. Nächster Eckstoß, guckt schon auf die Uhr, sehen, ob er den noch gibt, es wäre der siebte. 7-0 nach Ecken, 3-0 nach Toren, Vierrad, Kirchhoff, Hodja noch einmal, 3-0 und der Eckstoß schnell ausgeführt. Das Bällchen läuft da gut, jetzt der Abschluss, da wäre alles super. Na, da wird er wieder nochmal quer, das ist von wegen, es rappelt. Da hätte er einfach mal aufs Tor schießen können. Ja, das hat er sich für die Punktrunde aufgehoben. Ach, da so rappelt es, so meint er das. So. Jetzt haben wir Halbzeit. Jetzt ist Halbzeit. Wir sind gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. Ja, jeden Moment wird es weitergehen hier in der zweiten Halbzeit. Der OFC führt 3-0 und da hat er auch angestoßen gegen ein Wacker dagegenhalten SV 07 Nauheim. Ja, und ich freue mich. Jetzt habe ich keinen Geringeren da als den ersten Vorsitzenden. Der kann sich kurz selbst vorstellen. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Bernd Passinger. Ich bin der erste Vorsitzende von dem SV 07 Nauheim. Ja, wir freuen uns, dass wir heute die Kickers hier zu Gast haben. Es ist uns ja eine ganz besondere Ehre. Wir haben 111 Jahre Fußball hier in Nauheim. Und da ist natürlich dieses Spiel auch eins der Höhepunkte in diesem Jahr, in unserem fußballerischen Jahr. Es ist auch ein bisschen windig, das freut uns bei diesem herrlichen Sonnenschein, vielleicht auch zu diesem tollen Jubiläum, 111 Jahre Fußball. Wollen wir auch so ein bisschen noch über den Verein sonst sprechen? Was gibt es vielleicht noch rechts und links neben Fußball? Ja, was heißt links und rechts neben dem Fußball? Das ist jetzt natürlich hier... Reiner Fußballverein? Das ist ein reiner Fußballverein, genau, wir sind ein reiner Fußballverein. Von daher... Gut, da können wir noch ein bisschen vielleicht drüber reden. Das gibt ja, habe ich ja vorhin schon gesehen, eine zweite Mannschaft und wahrscheinlich auch eine Jugendarbeit. Also wir haben natürlich eine zweite Mannschaft. Wir haben auch eine Soma und alte Herren und wir haben auch noch eine Abteilung, die heißt Wilde 50er. Da sind jetzt halt die ganzen Spieler drin, die halt nicht mehr so regelmäßig spielen wollen und nur ab und zu mal hier auf den Platz gehen. Wir sind, das darf man ja ganz, oder kann man schon richtig laut sagen, wir sind letztes Jahr ja mit der Soma Pokalsieger geworden und Meister. Das ja, freut uns auch ganz sehr. Unsere Frauen, das ist natürlich auch noch natürlich Fußball, aber auch nebenher, sage ich mal. Die Frauenabteilung ist im Prinzip aufgestiegen, jetzt auch in die Verbandsliga sogar. Das hat uns auch ganz sehr gefreut. Also wir sind fußballerisch ganz gut unterwegs und denke, dass wir so diesen Erfolgskurs jetzt auch ja, fortsetzen können. Und immerhin Gruppenliga, das heißt, gibt es da noch Ambitionen, vielleicht doch nochmal eine Klasse höher zu kommen? Also mit Sicherheit die Ambitionen, ja, ganz klar. Wir müssen das natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten sehen. Das heißt, die Gruppenliga, wir sind da aufgestiegen vor 2 Jahren, haben im ersten Jahr sehr viel Erfolg gehabt, sage ich. Im zweiten Jahr sind wir etwas schwach gestartet, haben uns dann sehr stark nach oben entwickelt, stabilisiert und stabilisiert im Mittelfeld, hat jetzt in die Pause gegangen. Jetzt müssen wir einfach mal gucken. Wir haben in der Wechselperiode jetzt einige Spieler natürlich, die weggegangen sind. Dann sind viele junge Spieler dazugekommen. Das muss natürlich sich jetzt alles noch etwas formen. Also es wird sich zeigen, wie es in den ersten Spielen jetzt läuft, ob wir das wahrmachen können, was wir uns dann auch wirklich versprechen.
Und der SV 07 Nauheim hat ja noch etwas gemeinsam mit den Offenbacher Kickers, denn beide, der OFC ist glaube ich der Rekordhalter, was Hessen-Pokalsiege angeht, aber auch ihr wart schon Hessen-Pokalsieger. Ja, das stimmt, ja. Aber jetzt bin ich nach Jahreszahl fragen. Ja, das sind wir nämlich selbst am Schauen und Recherchieren. Der Kollege hat sich da schon versucht, schlau zu machen. Lutz, wie war das genau? Die einen sagen 53. Auf der Homepage steht 53. 53, das dürfte... Nee, Quatsch, steht 54. Und in Wikipedia steht drin, 54 wurde es nicht ausgespielt und ihr wärt 53 geworden. So rum war es, genau. Ihr wärt das 53. Kann sein, wir haben eine Chronik. Ich müsste jetzt wirklich reingucken. Da steht 54. Ja, das, also, das war um die Zeit. Ist schon ewig lange her. Aber es wird also langsam mal wieder Zeit, dass wir da hinkommen, denke ich mal. Ne? Ja. Können sich ja dann vielleicht die Wege erneut kreuzen das, mit dem OFC? Das könnte sein, ja, mit Sicherheit, ja. Wäre ja schön. Wie dem auch sei, erstmal herzlichen Dank hier für die Einladung. Es macht uns sehr großen Spaß hier und wünschen euch natürlich hier viel Erfolg. Und wer weiß, vielleicht klingen sich die Kreuzen dann doch nochmal. Ja. Aber hier, Lars, wenn die kreuzen sich die Klingen nochmal, so wollte ich sagen. Kreuze her. Nächstes Jahr gibt es das Spiel Nauheim gegen Kickers Offenbach. Frauenverbandsliga Süd. Ihr spielt das ist wahr. Kickers Frauen in einer Liga. Das ist richtig, genau. Ja. So bei den Frauen werden wir uns sehen, das ist wohl wahr, ja. Da freue ich mich auch schon drauf, ja. Ich bin gespannt, ob wir das auch live übertragen, schauen wir mal. Bei dem Fußball kommt es auf alle Fälle. Okay, herzlichen Dank und viel Erfolg euch noch. Ja, von unserer Seite auch. Vielen Dank, dass ihr da seid und hoffen wir noch auf ein schönes Restspiel, gell? Auf jeden Fall und das werden wir sehen. Der UFC stürmt auch weiterhin hier kräftig nach vorne. Und hat es in der ersten Halbzeit schon nach 3 Minuten geklingelt. Vierrad war der Torschütze. Dann in der 10. nachgelegt von Kirchhoff und Hotscher hat dann in der 16. erhöht auf 3:0. So sind wir jetzt hier schon, gefühlte 5 Minuten unterwegs in der zweiten Halbzeit. Bislang torlos. Und der Lutz hatte ja, was hast du getippt gehabt? Ich hatte eigentlich 9-0 getippt. Du 6-1. 6-1, ja. Ja, schauen wir mal. Ist noch beides möglich? Beides möglich. Aber wir haben natürlich eine komplett neue OFC-Mannschaft. Die will ich euch näher bringen hier mit all den Interviews. Okay, Lars holt jemanden. Ich mach das mal hier beim Wind. Wind ist zwar schön, aber im Moment fliegt alles weg. Also jetzt wurde Durchgang auf dem Feld von OFC Endres. Dann haben wir ja, taktisch ist es jetzt tatsächlich so, der Testspieler Eray ist das hinten in der Kette. Eray Albrecht, Tiliunis, Scheffler. Dann haben wir Ikpide. Das Mittelfeld mit Zawada, Vetter, Götscher, Ferrokowski und vorne Flo Dreske. Und jetzt gucken wir uns nochmal, das ist Scheffler, das ist Mike Vetter immer noch. Na, der war aber abseits, klar, da geht die Fahndal hoch. Also, Testspieler, das ist Eray Eren vom VfB Ginsheim zuletzt. In der Hessenliga hat er da gespielt, war auch mal beim OFC in der Jugend, bei vielen, vielen anderen Vereinen. Eigentlich ein zentraler Spieler, wird hier heute rechts hinten in der Kette getestet. Oh Gott, der Wind, das himmlische Kind. Hier fliegt alles weg. Wo haben wir Varol Akkert ist da. Dachte, vorhin haben wir es von dir gehabt. Francesco Lovric auch da. Hier ist das ganze Lazarett oder seid ihr trainingsfaul? Ich fange mal an. Varol, schön, ich habe vorhin gesagt, ich vermisse dich noch auf dem Bogen, aber ich habe dich gesehen, wie wir hier ankamen, dass du mitgelaufen bist. Wie geht's dir? Ja, hallo erstmal. Also ja, natürlich schon viel besser. Gestern habe ich das erste Mal wieder mit der Mannschaft komplett trainiert und heute deswegen erstmal noch nicht spielen, Vorsichtsmaßnahme. Und ja, ich denke, ab nächste Woche will ich wieder komplett durchstarten, also dass ich dann hoffentlich nächstes Spiel, also Testspiel wieder mitmachen kann. Das hört sich gut an und jetzt hier bisher erste Halbzeit mit den anderen gelaufen. Wo kann man hier laufen drumherum, um die Bäume? Wir haben irgendeinen Weg gefunden, also sind wir durch den Wald gelaufen, kreuz und quer bei mir. Aber die Zeit und die Pulsur hat gestimmt, sagen wir mal so. War alles gut. Und wie fühlst du dich jetzt so körperlich? Nach dem Training natürlich erleichtert. Also vor dem Training denkt man immer, okay, eine Stunde laufen wird anstrengend. War auch anstrengend, aber wenn man es geschafft hat, ist man natürlich erleichtert. Vom Spiel hast du ja dadurch gar nichts gesehen. Wir führen 3-0. Das war ganz ordentlich, aber ich glaube, es ist brutal unten auf dem Platz, oder? Also es ist verdammt heiß, also wirklich Respekt an die Jungs, dass sie da jetzt laufen. Aber Ergebnis 3-0, mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen jetzt von Chancen her, weniger. Wird nicht einfach, also bei dem Wetter zu laufen, zu spielen. Sind mal gespannt. Oh, haben wir gerade gesehen. Nee, aber es sieht insgesamt sehr, sehr flott aus. Und dir wünsche ich auf jeden Fall erst einmal gute Besserung weiterhin, ja, dass du bald wieder da bist. Dankeschön. Gerne. Francesco, was hast du denn? Ja, ich bin leider am Donnerstag unglücklich umgeknickt im Training, aber ist nicht so schlimm und ich hoffe, dass ich nächste Woche am Montag oder Dienstag wieder einsteigen kann.
Ja, weil wir haben nämlich. Das sieht aber cool aus mit der Brille, wollte ich sagen. Hier, seine Freundin, die Gerli. Okay. Die Gerli. Grüße mal die Gerli, ja, die ist nämlich eine Österreicherin. Ja, und die liebe, hat sie, liebe Grüße, Gerli. Liebe Gerli. Grüße. Jetzt hat sie Gerli. Hörst du uns, gell? Die hat nämlich dein erstes Tor, die Zeichnung, die ich davon gemacht habe, hat sie schön gerahmt bei sich zu Hause hängen, gell? Sottel, so war's. Ja, hat's gesehen. Okay. Wo genau? Kostenneuburg. Das ist in Nähe Wien, oder? Bisschen außerhalb. Ja, kenne ich. Also Österreicher unter sich und du kannst dir also ein Grinsen auch wegen der letzten Fußballergebnisse auch nicht ersparen, oder? Nein, kann ich leider nicht. Die Deutschen sind jetzt natürlich leider ausgeschieden. Leider, würde ich sagen. Und bin jetzt gespannt, was da auch passiert, ob der Jogi Löw bleibt oder ob er geht. Das bin ich sehr gespannt, was da passiert. Was passiert mit deinem Fuß? Ist das was Schlimmeres? Ja. Nee, ist nichts Schlimmeres. Also nächste Woche, Dienstag, sollte ich wieder einsteigen und zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Hatte Glück im Unglück und das passt. Und hier aber gelaufen bist du vorhin ein bisschen, oder? Gar nichts? Nee, gar nichts. Also gar nichts. Ich habe heute frei und morgen und am Montag individuell und Dienstag sollte ich wieder einsteigen können. Aber bei so einem Wetter haben wir frei, haben wir auch immer gucken. Der Lars guckt ja nie. Ich muss ja hier alles machen. Der trinkt da. Guckst schon, dass wir wissen, wie er da durchschießt. Bei so einem Wetter ist brutal, oder? Auf dem Platz. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat gefühlte 35 Grad und wenn man da laufen muss, ist es sehr, sehr anstrengend. Wir spielen auch ganze Zeit Pressing und das kostet auch natürlich viel Kraft. Aber hat man gesehen, die ersten 20, 25 Minuten ist schon 3-0 gestanden. Und das ist etwas, was wir in der Liga auch umsetzen wollen. Da bin ich mal gespannt. Ich freue mich sowieso auf die Saison, ja. Auf das alles und dir auf jeden Fall gute Besserung, dass du bald wieder da bist. Super, vielen Dank. Jetzt haben wir noch einen hier. Niklas Echtzirbel, was ist mit dir? Ja, ich wurde jetzt rausgenommen mal 3 Tage, beziehungsweise nur das Warmmachen, Warm-up habe ich mitgemacht und muss dann immer laufen. Heute war ich jetzt auch 1 Stunde laufen mit Maki, aber nichts Schlimmes, alles gut. Wieder Knie? Knie ein bisschen, ja, aber reine Vorsichtsmaßnahme. Okay, aber bist du auch ein bisschen froh, dass du bei der Hitze nicht spielen musst oder hättest du lieber gespielt? Ja, ich hätte schon lieber gespielt, als jetzt 1 Stunde im Wald rumzurennen. Ja, mag man das nicht? Na, es gibt Schöneres. Aber ja, alles gut. Und Spiel hast du nicht viel gesehen bis jetzt, oder? Noch gar nichts. Ich weiß, dass es, glaube ich, 3-0 steht. 3-0 steht, ja. Also es ging los wie die Feuerwehr und dann, ein paar Chancen vergeben, aber es ist halt auch wirklich brutal. Und das ist brutal, ja. Und die Jungs alle, nur damit sie die Leute zu Hause einordnen, die sind jetzt alle schon 1 Stunde gelaufen. Nee? Nee. Ich glaube, Mike ist 1/2 Stunde gelaufen. Ah, okay. Wen hatten wir denn noch? Scheffler. Ja. Und einer noch. Ich weiß gar nicht, aber Mike Scheffler auf jeden Fall 1/2 Stunde. Und ich glaube, die anderen hatten jetzt gerade frei. Wie muss man sich das mit dieser Pulsuhr vorstellen? Wie funktioniert das? Ja, zuerst mal haben wir natürlich den Laktattest gemacht. Dann kriegt dann jeder individuell seine Werte und seinen Puls. Und dann gibt es verschiedene Zielzonen. Heute war Zielzone 3, das ist dann relativ schnell. Und dann kann jeder individuell halt auf sich abgestimmt trainieren. Okay, also wenn du eine gewisse Geschwindigkeit auf Dauer läufst, erreichst du diesen Puls, das genau. Ist so und das misst diese Uhr. Genau. Okay, und wenn die zeigt dir dann an, wie schnell du laufen musst, dass du in deiner Zone bist. Ah, okay, du guckst dann auch drauf und dann sagt die schneller, oder was? Ja, nee, aber man sieht, man weiß seinen Wert. Okay. Bei mir war er jetzt 164 eine Stunde lang. Ja. Und dann muss man halt gucken, dass er nicht runterfällt. Und wenn du bei der Ecke abkürzt, so wie das bringt nichts. Bringt nichts, weil die Uhr das ja. Genau. Götzscher, Tor. Hier, er hat reingebabbelt. Wahnsinn, reingebabbelt, Götzscher, 4-0, 17, 10 Minuten gespielt, 55. Minute, also. Ja gut, so weit sind wir jetzt nicht. Also das machen wir in der Liga. Götzscher, 55. Mein Tipp war ja heute 9-0. Oh, da kommt's, super. Sehen wir es nochmal. Sehr schön. Mike, Götzschi. Das sind die Tore, die wir sehen wollen. Ganz souverän. Ganz souverän. Ja, das ist aber Technik, oder? Wie bei ARD und ZDF. Ja, mit Köpfchen, mit Auge. Schön ins Eck. Ja, 22, Götzschi. Ich mache ja alles. Und Testspieler hatten wir dabei. Einen haben wir noch. Sind die auch im Training schon dabei gewesen? Sind beide im Training dabei gewesen. Der Check, der jetzt die erste Halbzeit im Sturm gespielt hat, war jetzt, glaube ich, eine Woche fast dabei. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er dabei ist. 2-3 Tage. Ja, aber kann mir jetzt noch kein Urteil, abgeben, was ich von halte. So, man konzentriert sich auch ein bisschen auf sich im Training. Das ist klar. Und deswegen. Spielst du Tennis vielleicht als Hobby? Zufällig? Ich spiele auch Tennis. Das habe ich. Ja. Der Jack ist so ein halbprofessioneller Tennisspieler. Ja, ich habe es gelesen
Ich glaube, gegen ihn wollte ich jetzt nicht antreten, aber sonst mache ich, glaube ich, trotzdem eine ganz gute Figur auf dem Tennisplatz. Okay. Na gut, wenn man Sportler ist, dann kann man auch andere Ballsportarten normalerweise recht gut beschreiten, ja. So, und du bist jetzt noch zwei, drei Tage weg und jetzt geht's wieder weiter bei dir. Ja, jetzt ist ja morgen nochmal frei. Ja. Und am Montag will ich wieder ganz normal trainieren. Ganz normal, okay. Ja, dann wünsche ich erstmal gute Besserung, gute Vorbereitung und dann viel Glück. Danke dir. Ja, mach's gut. So, Lars. Ich bin Kroate. Ja, das war ich. Aber ich bin in Wien geboren. Ah, du bist in Wien geboren? Bin in Wien geboren. Ja, kommt noch mehr. Ja, genau, genau. Ja, gut, ist klar, dass der da hinten so, boah, Autogramme. 4-0 steht's hier. Vierrad Kirchhoff Hotscher Götscher, das ist gerade eben gefallen. 57 Minuten müssten wir jetzt so grob gespielt haben. 13, ja, 58 Minuten sind rum. Lars ist wieder da. Ja, hast du ein paar schöne Interviews gemacht? Ich denke ja. Nette Jungs, ne? Das auf jeden Fall, aber ich warte noch ein bisschen, bis ich nach dem neuen Duschgel-Dieb frage. Oder ich könnte ja Sebi Bruno mal fragen, vielleicht weiß der das, wer der neue Duschgel-Dieb ist, weil du weißt, jede Mannschaft hat einen Duschgel. Natürlich. Einer, der nie Duschgel dabei hat. In deinem Team warst du es früher immer. Da war ich der, der immer zwei Flaschen dabei hatte, weil ich ja wusste um meine Pappenheimer. Ja, dann hatte ich wenigstens eins und eins für die anderen. Nein, aber Theo ist ja weg, also muss es ja einen neuen geben. Und geben tut's die. Theo ist nicht wirklich weg, er ist nur woanders. Er ist an einem anderen Ort. Grüße an Theo. Eine Stimmungsrakete, toller Spieler. Er ist vor allem bei uns in der Region. Und ein, klar, und den werden wir auch wieder sehen. Den werden wir sehen und ich freue mich darauf. Und ich werde ihm die Schuhbändel zusammenbinden, wenn es gegen uns geht, ja, damit er da möglichst über die eigenen Füße fällt. Weil 180 Minuten, ja, wünsche ich Theo Scheiße am Schuh. Aber davor und danach alles Glück der Welt. Oder Massenwechsel da unten, glaube ich. Ich nenne euch mal die Namen, die noch auf der Bank waren bei Nauheim. Wir haben es jetzt vorhin gehört. Ich wusste es, Fabio De Leo, der Torjäger hier, 20 Hütten hat er gemacht, ist noch im Urlaub. Das ist natürlich bitter, weißt du. Du machst einen Haufen Hütten, könntest dir vielleicht mal dich zeigen und dann machst du Urlaub. Also, naja. Oder er ist ja bei uns jetzt im Livestream. Grüße an dieser Stelle. Herzliche Grüße. Den Torjäger Fabio De Leo. Aber Andreas Hasenauer, die 1, könnte sein, dass der jetzt im Tor ist. Hat auch einen knallgelben Sweater. Ich weiß nicht, da haben wir noch mit der 2 Fabio Tricarico heißt das, glaube ich. Oder Tricariccio oder so. Dann haben wir Tino Fuhrmann, der ist schon drin. Dann haben wir mit der 4 Dennis Celik, mit der 6 Erva Atagül, mit der 9 Norman Hart, mit der 16 Niklas Thomasberger, 18 Mert Salur, 19 Jan Gerlach und die 20 Mohamed Essalat Mohatar. Das sind die ganzen Spieler hier von Nauheim. Die sind jetzt mal alle genannt und jetzt wer da für wen reinkommt, das lassen wir jetzt mal hinten runterfallen. Der OFC hat, wie gesagt, komplett gewechselt, das wisst ihr. Die verletzten, angeschlagenen Spieler haben wir jetzt auch hier mit dabei gehabt. Von denen haben wir es gehört. Alles nicht so schlimm, alles nicht so wild. Die Jungs sind bald wieder dabei oder nur kurz rausgenommen worden. Das ist gut zu wissen. Semih Şentürk ist ja auch, das wissen wir auch, mit der Schulter. Da ist er in der Reha. Läuft es wohl besser, als jetzt, sagen wir mal, erhofft war zu dem Zeitpunkt. Aber er ist noch nicht so weit, dass er irgendwie Mannschaftstraining oder Spiele mitmachen könnte. Auch gute Besserung an Semih Şentürk. Wir werden jeden der Jungs brauchen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Und das haben wir nun mal. Und das ist nicht Neunter werden, oder? Nee. Also jetzt wollen wir ja schon ein bisschen nach den Sternen greifen. Ein bisschen nach den Sternen greifen. Sollten wir, ja. Aber nicht nach dem 5. Stern, oder? Wie andere Mannschaften. Ja. Ja. Nicht so, wie die nach dem 5. Stern gegriffen haben. Das machen wir nicht, nein. Nein. Also hier heute, in dem heutigen Spiel, unsere beiden Mannschaften, inklusive der Nauheimer, zeigen beide Mannschaften, alle eingesetzten Spieler, mehr Engagement, mehr Laufleistung, mehr fußballerischen Einsatz als die Mannschaft gegen Südkorea. Und Nauheim hat mächtig durchgewechselt eben, kamen gleich 4, 5 neue Leute rein. Hab alle Namen vorgelesen, also die haben jetzt da nachgelegt. Also die setzen jetzt nochmal alles auf einer Karte. Die wollen unbedingt jetzt den Ausgleich. Ja, wir warten 60 Minuten und dann überrollen wir sie. Also der Ausgleich liegt in der Luft förmlich. Im Grunde ja. Oder er wird gerade vom Winde verweht, das weiß man nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Vom Winde verweht. Ja, vom Winde verweht. Ja, das stimmt wieder. Ich weiß gar nicht, Europa ist wieder weg. Da hätten wir unser Püschel-Mikrofon mitbringen müssen. Weißt du, ja. Bei Wind haben wir da, ja, gibt's ja immer so Püschel. Wir haben sowas. Aber damit habe ich nicht gerechnet, dass hier so viel Wind ist. Aber ist schön. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann nachher anhört, ob das dann auch so Windgeräusche hier gibt. Ah, schön durchgesteckt. Gut, nächster Eckstoß. Ich weiß nicht, ob ich welche verpasst habe vorhin bei der Interview-Orgie, aber 8 Ecken haben wir auf jeden Fall mal mindestens schon. 4 Tore haben wir, also
Gut, mein 9:0, da habe ich ganz ehrlich jetzt diese Hitze auch nicht gedacht, weil das ist brutal. Francesco meinte so gefühlte 35, das sind hier oben sind es 35, wo wir sitzen. Unten in der Sonne, da knackt sie 40, 45, das ist jetzt, der ist drin. Und das war der Mike. Fetter Mike. Jo, der fetter Mike hat das Tor gemacht. Der hat dann gemacht. So, jetzt haben wir den 24. Und 7 müssen wir abziehen, dann sind wir bei 17 Minuten. 5:0. 15, dann sind wir bei der 63. Minute. So muss ich hier rechnen, weil mein blödes Handy keine Stoppuhr mehr hat. Ich muss mir mal irgendwo so eine 5-Euro-Stoppuhr kaufen. Ja, du kriegst mal eine richtige Stoppuhr. Ja, so eine Trainer. Ich hatte mal eine Trainerstoppuhr, wie ich die Mädels damals trainiert habe, aber die ist irgendwo verschollen. Weg. Irgendwo verschollen. Ja, das ist wirklich so. Die Frauen, Glückwunsch, die sind aufgestiegen, Verbandsliga Süd. Die spielen nächste Saison gegen die OFC-Frauen hier von Nauheim, vom SV 07 Nauheim. Verbandsliga Süd. Das ist schon für Frauenverhältnisse ist das schon eine sehr ordentliche Liga. Ja, also da kann man schon sagen, wird der Ball unter Umständen auch strukturiert gespielt. Oh, jetzt sehe ich auch gerade, dass da Flo Dreske jetzt hier auf dem Geläuf ist, der 7-Tore-Mann, ja, in der zweiten Halbzeit gekommen. Der Dreske-Trick sozusagen, ja, hat er erfunden, 7 Tore in einer Halbzeit. Ja, Dieter Müller hat ja nur 6 Tore in einem Spiel gemacht. Spiel, das muss man überlegen. Nur, und der kann das 7 Tore in einer Halbzeit. In einer Halbzeit. Das siehst du halt, wer jetzt wirklich wahre Qualität hat. Das sind die Unterschiede. Dass das natürlich in einem Bundesligaspiel war gegen Werder Bremen, okay. Endergebnis 7:2. Ja, machst du mal eben 6 Buden. Aber das Fatale für den Dieter ist ja, da waren keine Kameras dabei. Es gibt ja überhaupt keine. Das ist schlimm, darunter leidet er doch heute. Das ist unfassbar, unfassbar. Und das ist auch wirklich schlimm. Ja, die größten 0:0 Scheißdreckspiele gibt es überall noch auf der Matz ab, ja. Hier Matz ab Bochum gegen Uerdingen, Matz ab 0:0, aber... Dieses Spiel, 6 Tore, Dieter Müller, es gibt nichts. Irgendein Foto gibt es noch. Es gibt, glaube ich, ein paar Fotos, ja, so hinter dem Tor, wo du ihn so in der Luft stehen siehst oder so. Jetzt, Dreske! Da lässt er sich nicht lange bitten. Da macht er die Hütten. Da macht er die Hütten. Ja, und das ist es, das ich sehen will. Der wird angespielt, zack, bumm, und dann geht das Ding ein. Also jetzt haben wir 6-0, ne? Ja, jetzt haben wir 6-0. So, und ich hatte ja 6-1 getippt. Ja, aber mittlerweile kommen wir deinem Tipp ein Stück näher. Aber im Moment sind wir ganz nah bei meinem Tipp. Ja, das ist, aber die Zeit spielt natürlich für dich. Spielt absolut für mich. Sollen wir mal 65. Also, Dreske, eben haben wir ihn genannt und gefunden auf dem Feld. Und schon hat er gehütet hinter Florian. Ja, so muss sein. Schön angespielt, zack. Und dann, ohne lang zu fackeln, wird das Ding eingeschickt. Also... Wir würden sagen, in erstaunlich guter Frühform, der Florian Dreske. Die Frühform, das fand ich auch immer total geil, wenn sie von der Frühform gesprochen haben. Denke ich, du hast entweder ein bisschen Form oder du bist nicht, aber in der Frühform. Das ist so wie Schussfuß. Weil das unterstellt ja, dass er bald nicht mehr in Form ist. Also bald nicht mehr, ja. Ist jetzt in Frühform. Jetzt nur die Frühform und genau. Nicht die wirkliche Form. Nee, Frühform. Und dann kommt die richtige Form und dann, dann ist er wieder scheiße. Dann ist er außer Form. Außer Form, ja. Nee, das gibt schon so Bezeichnungen, die ich toll finde. Nein, aber er ist einfach gut drauf und ich sage ja, das ist jetzt mal hier geil angespielt. Ach, schade. Nächster Eckstoß. Das ist das, was ich sage. Er hat ja wirklich viel Verletzungspech gehabt in der ganzen Rückrunde. Da war ja ordentlich nicht scheiße am Schuh, sondern wirklich schon scheiße am Körper, dass er da so wenig spielen konnte und auch nie dann mehr ins Rollen kam. Deshalb haben ihm diese 3 Buden da in Mainz richtig gut getan. Die haben dem richtig gut getan und da habe ich gesagt, ja, das ist genau der Flo Dreske, den wir wieder brauchen. Da konnte er schön auf 11, das kann man angucken, wenn man die ganze Saison so mit allen Widrigkeiten sieht. Und in der neuen Saison, da geht er ab. So, jetzt aber erst einmal der Eckstoß und dann Ikpide was. Der hebt sich sein Tor auf für die Liga, sein erstes. Das ist er, kann ich gerne sagen, ich muss nur meine Zettel ordnen. Ja. Lutz ist wieder hier dabei, die Zuschauer zu informieren. Da gucke ich in der Zeit aufs Feld. Da ist allerdings nichts, außer dass es einen Einwurf gibt für den SV 07 Nauheim. Ja, der sich hier tapfer geschlagen hat. Gruppenligist, wie gesagt, ambitionierter Club. Ein reiner Fußballverein, wie wir eben vom ersten Vorsitzenden erfahren haben. Auch eine Damenabteilung, also Damenfußball. Und da wird man gegen den OFC spielen in der kommenden Saison. Jetzt der OFC mit Götzscher im Zentrum. Das Spiel müssen wir dann auch übertragen.
Auf jeden Fall. Ja. Vom Kunstrasen des Wiener Rings. Oder wie heißt Sana Sportpark? Live aus dem Sana Sportpark vom Kunstrasen 2 oder Platz 6 oder wie auch immer das Ding heißt. Da. Bremen, Platz 11 immer. Genau. Ich glaube, die haben da sogar an dem Platz haben sie sogar so ein Gerüst an der Seite, so ein rollbares Gerüst, um von oben einen Kamerastand zu haben. Also das Spiel geht hier nur in eine Richtung. In der ersten Halbzeit, da hatten wir wenigstens 3 Freistoßmöglichkeiten für den SV Nauheim. Und wir haben ja einen Weitschuss gesehen, fast von der Mittellinie. Der Eck ist noch ein bisschen ins Schwitzen gebracht hat. Aber hier in der zweiten Halbzeit ist das eine Einbahnstraße. Absolut. Jetzt haben wir auch von da diesen Freistoß. Da hat er vorhin etwa aus der Ecke 3-mal versuchen dürfen. Der war 2-mal, hat der Eckes ihn weggetaucht und einmal... Spezialisten sind jetzt nicht mehr auf dem Feld. Wir haben nur Spezialisten, Lars. Ja, das heißt, das stimmt, wir haben nur Spezialisten. Ja, und der ist drin. Achte drauf. Wer macht das? Dreske. Der Flo, ja. Nee, doch, der Flo macht das. Entweder Flo schnippelt oder Mike mit Gewalt. Ja, doch, ich Dreske. Dreske schnippelt. Dreske macht es, ja, Dreske. Oder Mike mit Gewalt. Ei. Pfosten zittert und bibbert immer noch. Absolut, da ist auch Farbe abgeplatzt, glaube ich. Und es war nicht mal Gewalt, das war schon... Und das, obwohl sie Tarnfarbe an den Pfosten gespielt haben. Ja, damit man nicht sieht, dass man ihn für einen Grashalm hält. Mö. Ja, hinten, Tiliotis in der Innenverteidigung wieder mal. Heute schon etwas mehr gefordert, jetzt als gegen die Kreisligisten. Aber die Jungs machen das sehr, sehr ordentlich, sehr, sehr gut. Wir haben es auch wieder gehört, vorhin drauf, da haben wir schon mal Kommentar, also unten Anweisungen und gehört, dass die Jungs, wie es die Trainer sich so vorstellen, wie es denn laufen soll, haben wir gehört, haben wir gesehen und es ist schon sehr ordentlich, weil es ist knackig da unten. Das ist schon, die mussten ein bisschen laufen vorhin schon, unterschiedlich, ja, haben wir ja vorhin gehört von Niklas Hecht-Zirbel, da gibt es unterschiedliche Vorgaben, was wer wie wo zu laufen hat. Ich glaube, um uns beide fit zu kriegen, wir müssten erst mal 3 Monate am Stück laufen, oder? Mit einer Pulsuhr. Weißt du, ob man uns beide doch mal fit kriegt? Nee, gell? Oder? Nee, also... Doch wohl bei den Trinkpausen wären wir, glaube ich, die Ersten. Da sind wir die Ersten. Da sind wir ganz, ganz, ganz schnell dabei. Schnell beim Feierabend, schnell am Dresen. Ja, auch stark am Glas. Ja. Man sagt uns nach, dass wir stark am Glas sind. Nee, ich glaube, das ist nicht der Ersatz. Da macht so schnell keiner was vor. Nein, ist so. Obwohl wir noch nie beim Fanradio ein Bier getrunken haben. Das muss man ja immer sagen. Nein. Das hat uns ja der Opa Stenger unterstellt. Ja. Dreistigkeit. Frecher. Das war frech. Also, es ist wieder Trinkpause. Und da sage ich es nochmal, damit wir weiter für euch übertragen können, brauchen wir dich unbedingt. 40 Euro braucht es. Wenn es auf einen Schlag zu viel ist, dann geht es auch mit 2x20 Euro, Vorrunde, Rückrunde. Oder ein Dauerauftrag, 3,33 Euro im Monat. Haben auch viele gemacht. Wir haben jetzt 12 Spieltage finanziert, also das heißt, es sind noch 22. Da müssen wir uns noch sehr, sehr strecken, alle miteinander. Aber dann sollten wir das gemeinsam hinkriegen, so wie wir das die letzten Jahre auch immer hinbekommen haben. Das heißt, wir legen vor, geben Gas und ihr macht das Ding, ja, ihr macht den Sack zu sozusagen. So hat es bis jetzt immer geklappt, darauf hoffen wir. Das wäre natürlich Wahnsinn, wenn man irgendwann mal sagen muss, so, das war jetzt leider das letzte Spiel. Ja, es sind halt noch 8 Spiele. Ja, gut, aber zu Saisonfinale ist ja auch nicht so interessant, so ein Saisonfinale. Aber Lars, 8 Spiele, Saisonfinale, heißt 4 Heimspiele. Das heißt dann, dass wir beide dann diese dann anfallenden 8 VIP-Karten, die werden wir dann selber verfassen. Ja, die können versaufen. Das Erste, das ist das eine. Ja. Und wir könnten auch mal richtig so schön Fan sein, wieder Spaß da. Genau. Ja, also müssten nicht immer da, aber nö, wir würden schon weitermachen, aber es muss halt alles passen. Und ich denke, wir machen dann nur für uns beide weiter. Einmal überträgst du, ich höre zu und dann umgekehrt. Ja, genau. So was. Ja, vom VIP-Raum aus. Also damit das alles nicht eintritt, bitten wir euch nochmal innigst, schaut auf unsere Website, da ist die Kontoverbindung gleich vorne drauf und ja, schickt uns was rüber, sodass wir Planungsgewissheit haben, vor allen Dingen, dass ihr Planungsgewissheit habt, denn es ist ja euer Fanradio und wir machen das ja für euch. Insofern sollten wir das gemeinsam hinkriegen. Ich bin zuversichtlich, dass es klappen kann, aber wie gesagt, wir müssen alle nochmal ran, da zählen wir uns dazu und eben euch auch. Jetzt geht's hier auch weiter. Und der OFC ist wie eigentlich fast während dem ganzen Spiel am Ball. Ja, so ist es. Nee, um das nochmal zu ergänzen, weil die Sparkasse Offenbach haut pro Heimspiel 2 VIP-Karten raus. Unglaublich. Ja, VIP-Karten, nicht mehr einfach nur Haupttribünenkarten. VIP-Karten gibt es zu gewinnen beim Fanradio. Hier bei uns. Nur für euch.
Ja, und das hat noch einen ganz anderen tollen Effekt. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt bewusst ist. Das war zumindest der Sparkasse so wichtig dabei. Nämlich, jetzt schauen wir erstmal hin, ja, das war nix. Die haben gesagt, naja, es sollen ja auch die gewinnen können, die eine Dauerkarte haben. Ja. Also, ja, die können sich auch beteiligen. Ganz genau. Ja. Und dann kriegen sie obendrauf, obwohl sie eine Dauerkarte haben, eben eine VIP-Karte. Ah ja, klar. Ja. Klar. Ist so. Da kann man jeder kann gewinnen. Schon mal gerne mal hin, vor allem wenn es nichts kostet, außer eine E-Mail bei den Spielen. So, Mike Vetter. 6-0 steht es hier, Dreske Vetter, also Vetter Dreske, die letzten beiden Torschützen. Danach hat der Mike noch einen Freistoß an den Pfosten genagelt. Wie gesagt, ich habe ja 9-0 getippt. Da sind wir auf einem guten Weg. Und die Jungs bewegen sich sehr, sehr gut. Es ist brutal, die Sonne ist brutal. Es sieht sehr, sehr schön aus. Hier hätten wir jetzt April, würde ich sagen, es wären 19 Grad, ideale Bedingungen. Aber wir haben gerade Juni auf dem Weg in den Juli und es ist Butzekracher, heißt da unten. Wow, Mike, den wollte ich auch nicht abgekriegt haben. Ja. Der ist ja außer Rand und Band, hä? Das ist so. Der spielt so wie im Sturm. Kann nicht nur, anders. Nee, aber nur halt eins weiter hinten. Das ist halt das Geile. Du müsstest ja den Mike eigentlich klonen, ja, damit du in allen Mannschaftsteilen so einen Kerl hast. Elf Vetters müsst ihr sein, ja, dann, hat schon Sepp Herberger gesagt. Dann wird's brutal. Dann wird's für den Gegner brutal, das sage ich dir. Ja, das ist, vielleicht sehen wir wenig eingesprungene Ronaldos, aber wir sehen zumindest dann kernigen Fußball. So, das ist übrigens noch immer der gleiche Torwart. Das ist immer noch der Andreas Ries. Weil da unten, der kommt gleich erst, der mit der 1. Ui, da wird der Schäffler umgehauen. Ja. Ja, da weiß er sich nicht anders zu wehren. Und da säbelt er ihn einfach mal um. Ja, ein bisschen weit, würde ich sagen, bei der Hitze dort vorne. Bis an die Ecke, aber OFC bleibt im Ballbesitz. Das sind die Wege, die wehtun. Also Schäffler, da haben wir Co Savada. Co auch wieder richtig fit, Ikpide. Und da haben wir Diliudis aus der U19, Schäffler. Diliudis, finde ich gut, der ist jetzt schon die ganze Zeit dabei, macht schon sein drittes Testspiel hier mit. Das wirft den Jungen sicher nicht zurück. Da bin ich ganz sicher. So, ei. Das war gut, er muss da rechts sich versuchen. Oder hat der Lukas Albrecht was abgekriegt eben? Unser zweiter Testspieler, Eray Eren, VfB Ginsheim zuletzt, hat in der Hessenliga gespielt. Deutsch-Türke, TSG Jügesheim in der Jugend, OFC sogar. Und bei den Hühnern war er, dann war er mal bei Twente 2 und eine Saison bei Hessen 3 Eich. Zuletzt, wie gesagt, in der Hessenliga bei VfB Ginsheim gespielt. Ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Wird hier und heute auf der rechten Seite getestet. So soll es sein. Götscher eröffnet das Spiel. Ja. Das ist Ferukoski. Sieht dort vorne Mike Vetter. Sieht immer wieder nach vorne. Der hat jetzt Blut geleckt. Er hat vorhin gefragt, was machen wir, wenn ich wieder 10 Tore schieße? Dann habe ich gesagt, du, mir reicht es, wenn du 1 schießt im letzten Spieltag zum Aufstieg, dann trage ich dich einmal auf den ganzen Platz. Ja. Denke, den Deal macht er. Jetzt wird gewechselt. Was waren sie jetzt? Ach ja, jetzt spielen wir zur 10 weiter. Jetzt kommt ein taktischer Wechsel. Was nee, hat der Trainer gesagt? Doch, Doppel 6. Ja, stellt um taktisch. Er stellt um, weil wir zur 10 nur noch sind. Deshalb wechseln tun wir nicht. Weil wir haben ja niemanden zum Wechseln. Positionwechsel meine ich. Positionwechsel. Ja, weil wir einer weniger sind, weil Albrecht rausgeht. Der ist verletzt da unten. Ja, es ist das. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, wir sind nur noch zu 10. Also jetzt wird es natürlich eng, jetzt ein schneller Anschlusstreffer. Weil was haben sie das gefeiert, als die Deutschen mal 10 Minuten zu 10 gespielt haben? Ja, das wurde ja gefeiert, als wäre der Fußball neu erfunden. Ja, und der OFC, wir spielen eigentlich permanent mit einem weniger. Ja, das ist wohl wahr. Ich sag nur Ingolstadt. Ja, jetzt der Kissner. Herr Kissner, warm laufen. Jetzt die Chance, Lars. Jetzt könnten wir Lars bringen. Jetzt, hier, jetzt. Oh, jetzt zeigt er an, Wechsel, ich soll kommen. Lars soll kommen. Ich soll mich warm machen. Ich lege mich ein bisschen in die Sonne, dann komme ich gleich, wenn ich warm bin. Du, Lars, Innenverteidiger, das geht doch auch noch, oder? Hinten ein paar Bälle ablaufen. Jetzt wird's rustikal. Ja, das ist halt, wenn die zweite Garde kommt und dann zeigen will, was sie kann, aber doch ein bisschen limitiert vielleicht ist,
dann passiert sowas, wenn dann der Gegner zu schnell ist. Gibt's auf Eis. Ja, da leidet links auch einer, ein Nauheimer. Aber das war jetzt wohl kein Spielunterbrechungsfoul, oder? Das wäre es natürlich. Dass er ihn einfach umhaut, damit da hinten der gepflegt werden kann. Also, da hinten eine Verletzungspause. Lukas Albrecht gefällt mir gar nicht. Der wird da an der linken Wade. Da hat er einen Schlag wohl drauf gekriegt. Ich als Dr. Google sage schon mal, gut, dass es nicht das Knie ist, gut, dass es nicht der Oberschenkel ist, gut, dass es nicht der Knöchel ist. Aber trotzdem ist es nicht schön und nicht gut, wenn da hinten an der Wade irgendetwas stark schmerzt. Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich sehe es jetzt ja auch nur aus der Entfernung. Aber der ist jetzt runter. Lukas Albrecht runter vom Feld. Aber vielleicht... Nee, jetzt hat er, glaube ich, seinen Schoner rausgeholt, so wie es ausschaut. Aber da geht es auch gleich weiter. Also OFC nur noch zu 10. Ob wir das schaffen hier, die letzten... Hier im Hexenkessel. Im Hexenkessel die letzten 15 Minuten. Einer weniger in Unterzahl. Jetzt ist große Moral gefragt. Und mal sehen, dass wir das 7-0 irgendwie über die Runden bringen. 6 schießt nur. 6-0. 6, das ist schon... Du bist wieder zu weit. Du bist deiner Zeit voraus. Du bist jetzt schon wieder so weit, dass du jetzt wirklich gekommen wärst und hättest gleich das 7-0 gemacht. Richtig. Ja, hättest gleich mal eine Bude gemacht. Ich sehe das, dass das kommt. Als Innenverteidiger. Kissners Debüt als Innenverteidiger mit Tor belohnt. Ich sehe die Überschriften. Ja, alle. Ja. Kaum noch wegzudenken. Ja. Oder auch Jogi Löw, wo war Kissner? Ja, ich habe ja gesagt, der braucht sich... Redet man sich jetzt raus, das Vorrunden aus, ja. Weil ich nicht dabei war. Ja, ja, ja. Ich bin ja entschuldigt, ich habe Besseres zu tun. Ich hatte hier die Kickers zu übertragen, Testspiele. Das stimmt. Ja, also da muss ich nicht lange überlegen, was Nein, ich mache. Das ist richtig. Aber ich habe, ist auf Facebook gepostet, ja, der Löw hatte ich nicht... Oh, die Flanke war schön. Oh, den hat er irgendwie mit der hinteren Hacke. Und da habe ich... doch geschrieben, ja, der Kissner nicht nominiert, da braucht man sich nicht wundern, wenn es in die Hose geht. Ja, ja. So ist es halt. Ja, das ist Gott. War absehbar. Wir haben letztes Jahr den Aufstieg nicht erreicht. Warum? Warum? Weil so, und jetzt, ja, von Weltmeister wollen wir gar nicht träumen, aber nicht mal die Vorrunde überstanden. Warum? 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 Ja, warum? Wie viele Signale soll es noch geben? Ich weiß es auch nicht. Was soll eigentlich noch passieren? Ich weiß es nicht. Aber jetzt spielen wir hinten. Ja gut, Ikpide hat sich hinten reinfallen lassen. Ah, schade. Ja, jetzt ist das natürlich sehr, sehr schwer, überhaupt hier mit einem Mann weniger dieses Ergebnis zu halten. Jetzt hoffen wir halt auf den Freistoß noch. Deswegen habe ich ja 6-1 getippt. Das könnte passieren. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange haben wir denn noch zu spielen? Ach, so 10 Minuten, so gute 10 Minuten, 10, 12 Minuten. Bin ich näher am Tipp dran. Ja, ja, leider ja. Ja, auch undankbare Position da draußen, aber hat ein, zwei brauchbare Aktionen gehabt, unser Testspieler. Stefans Konstruktion hält noch einigermaßen. Hält toll, sie, ja. Ah ja. So, Konter abgefangen. Ich biete. Ja. Kam von Hoffenheim aus der VfB-Jugend. Stuttgart, da das Spielen gelernt. Und das ist Mike Vetter, wie wir ihn kennen. Hans Dampf in allen Gassen. Absolut. Er beläuft sie aber auch alle Gassen. Hans Doppelbild, da ist er, Testspieler. Ei, ei, ei. Ehren-Erei heißt er. Ehren-Erei. Ja, Schäffler. Jawohl, dann gibt es eine Ecke. Ja, wollte der Schäffler auch mal hütten, ne? Wollte auch mal, kann er gerne. Aber wie gesagt, brauche ich alles so in Testspielen. Da soll ruhig der Flo Dreske und so, die sollen sich, oder der Aki, wenn er wieder da ist, die sollen sich da mal einschießen, die sollen da mal sich Bock zusammenschießen. Und in der Liga, da können gerne alle anderen auch mal einen reinlegen. Brauchen wir nicht in Testspielen. Da können sie gerne gleich ein Ligator machen wie Kevin Ikpide. Ich weiß, sage jetzt schon, ein Ligator von Kevin Ikpide. Er wird eins machen. Er wird hier sein erstes Tor bei Kickers Offenbach machen. Und damit wird dieser Verein in seiner Karriere für immer unsterblich sein. Ich hätte gerne noch Sebi Brune hier am Mikro gehört. Er hatte eigentlich zugesagt, aber ja, ist jetzt dann doch da ein bisschen bei seinen Kollegen wieder. Denn er hat mir was Interessantes erzählt. Er kann heute nicht spielen, weil er sich ein bisschen verletzt hat. Nein. Doch. Was hat er? Ja, es ist wohl nicht so schwerwiegend und er geht fest davon aus, dass er gegen Hanau 93 dann spielen wird. Ach, okay.
Ja, weil ich habe gesehen, wir haben gar keinen Ersatztorwart dabei. Also ist gar keiner dabei. Nicht mal so für alle Fälle, weil da ist kein Kreuz bei den anderen Torhütern. Deshalb jetzt ein Satz, klasse gemacht. Yes! Und Dreske vollstreckt, aber das muss ich sagen, das Tor geht zu ganz großen Teilen darauf Till Judis, denn der hat das super vorbereitet. Innenverteidiger, ja, ja. Irgendwann kommt die Szene, oder wo sind wir jetzt? Da ist er, ja, da holt er den Ball, genau. Guck mal, was der jetzt macht hier, ein 1, 2, 3, 2. Und dann kommt der Pass, top Vorarbeit. Ja. Till Judis. Und dann ein typischer Dreske. Ja, aber so ein richtiger, schön unter... Nee, der war sogar mehr... Also der war unter das Tordach gehämmert. Das war so, ich denke mal, manchmal hätte der noch flach geschossen oder halb hoch, aber der war ja so reingezimmert. Es ist genau das, so stelle ich mir es vor, so will ich ihn sehen. 7-0, klare Sache. Dreske. Und jetzt haben wir 45, da müssen wir 10 abziehen, 35. Jetzt haben wir so die 80. würde ich sagen, mit allen Trinkpausen. Lutz mit seinem Rechenspielchen immer. Ja, der muss mal quasi eine Trinkpause abziehen. So, da liegt noch einer. Der muss jetzt erst einmal hier behandelt werden. Der muss jetzt erstmal misshandelt werden. Der muss misshandelt werden. Den werden wir jetzt erstmal ordentlich misshandeln. Ja. Wir werden jetzt an ihm vorbeigehen und werden so aus einer Flasche Wasser trinken und ihm nichts abgeben. Ja. Schlimmste Misshandlungen von den Offenbarern. Also, es ist so scheiß heiß da unten. Geil. Er wird betreut. Wünschen wir ihm gute Besserung. Auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein paar Minuten. Wer weiß, vielleicht machen wir noch das eine oder andere. Du, wir fehlen noch zwei zu meinem Tipp. Deiner ist schon vorbei, weil wir ja schon 7 geschossen haben. Wer ist denn näher am Tipp, ha? Herr Kissner? Naja, wenn die jetzt ein Tor machen, bin ich immer noch näher am Tipp. Ja, aber ja. Aber ich wüsste nicht, wie sie ein Tor machen sollten. Genau. Dafür müssten sie an unsere Hälfte gelangen. Ja, das ist auch in der Till Judis, der spielt ja auch hinten tipptopp. Also von daher nicht nur, dass er vorne noch herrlich Tore vorbereiten kann, der macht ja auch hinten eine tipptopp-Leistung, liefert ab. Haben hier viele, die gesagt, wer ist denn der und der? Der macht ja ein gutes Spiel. Sag ich, ja. So ist unsere U19. Ja, der Lars wollte ja, aber also der Lars wollte ja nicht. Sie haben ja beigerufen, aber er wollte ja nicht. Also, das ist. Bin ich auch beleidigt, weißt du? Dann ist er angeboten. Das ist so, aber jetzt ist er halt eine Zicke. Das ist so, da ist man halt auch schon mal zickig. Ich verstehe es aber. Ich wäre es auch, aber mich fragt sowieso keiner mehr. Ich werde nur noch gefragt, wenn es darum geht, ein bisschen lustig zu spielen, weißt du? Wenn es dann heißt, komm, fall da mal ein bisschen rum, dass die Zuschauer was zum Lachen haben. Dann also ich habe mir gedacht, so in Offenbacher Manier, Ebelangts. Ebelangts, ja. Ebelangts. So, da ist er wieder. Schnell mit. Till Judis. Schon das eine oder andere saubere Päschen zu sehen. Jawohl. Gut, im Rückwärts fallen ich wieder. Ich habe wieder unsere Namen gehört. Ja. Und der Stenger war es, das kann nichts Gutes sein. Aber Stenger! Ihr seid der Einzige, der Alkohol trinkt. Wir haben noch nie, ich kenne das Wort überhaupt nicht. Ich weiß nein, nicht. Ist klar. Wenn ich wüsste, was du jetzt meinst. Dreske dort wieder angespielt, auf der rechten Außenbahn. Ja, kommt da vorbei. Ja. Allerdings stehen sie da hinten gut im Moment. Ich biete. Ich sag mal, das sind so dieses gleich sofortige Gegenpressen, offensives Pressen, gleich. Das muss uns halt das ein oder andere noch lernen, aber dafür ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber wenn das alles dann mal so ist, wie es sein soll, stelle ich mir das schon sehr witzig vor. Schon sehr, sehr lustig, das kann Spaß bringen. Und unsere neuen Spieler und die U19-Spieler, alle, die sich hier so zeigen, da ist alles sehr, sehr spaßig, alles sehr, sehr positiv. Wunderbar, der Dreske. Klarer Elfmeter, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Der fault den doch, hält noch fest, will noch einschieben. Dann wird Dreske jetzt noch einen nachlegen. Und dann hat er auch in diesem Spiel sein drittes gemacht. Wenn er den nachlegt, hat er einen Hattrick. Ein lupenreiner Hattrick sogar. Lupenreiner Hattrick. Nur in Deutschland sowas. Ja, doch neulich haben wir noch ein bisschen aufgezogen, weil es kein lupenreiner Hattrick war. Ne? Da hat er doch auch drei oder vier Dinger gemacht. Drei, gell? Aber in Mainz, aber der war nicht lupenrein. Nee, der war nicht lupenrein. Aber jetzt könnte er den lupenreinen Hattrick machen. Sind wir ganz gespannt. Und da ist er drin. Und da ist er. Lupen rein. 8-0. 8-0. Sind wieder 3 Minuten weg. 83. Also ich habe noch ein paar Minuten mehr auf der Uhr. Aber ich weiß es nicht bei all den Trinkpausen. Wie auch immer, vielleicht hat er auch ein Einsehen, der Schiri. Aber ich hätte hier noch locker 6-7 Minuten auf der Uhr. Nee, also der wird eher sehr, sehr pünktlich abpfeifen bei der Hitze. Ja, nee, aber wir haben hier nach meiner Uhr um 7 da angefangen. Also müsste es ja bis 52 gehen. Und wir hatten ja Pausen dazwischen. Ja,
Aber meiner Erfahrung nach werden die Trinkpausen nicht nachgespielt, genau. Na gut. Na, warten wir es ab. Das sehe ich nämlich immer, wenn wir das Video dann zusammenschneiden, dass diese Testspiele immer deutlich kürzer sind als die Ligaspiele. Dann wäre es die 87. gewesen. Achtung, Dreske. 8-0. 8-0. 8-0, Dreske. Hattrick, Lupen rein. Ah ja. Nein, ach. Endres jetzt im Dribbling. Ja. Oh, und jetzt kann er mal zeigen, was er als Zehner so drauf hat. Der Dreske kann ein bisschen Ball verteilen. Ja, Sechser. Echter Lothar Matthäus, oder? Lothar Matthäus, links, rechts. Und Rekord-Nationalspieler. Und der Gürtel muss zu den Schuhen passen. Ja, der Gürtel muss zu den Schuhen passen. Für mich der intelligenteste Satz von Lothar Matthäus ever. Der Gürtel muss zu den Schuhen passen. Hat er mal eine Home-Story gemacht, hat er vor seinem Schrank gestanden, 40 oder 50 Anzüge, denke ich, wann trägst du die? Und dann sagte er, der Gürtel muss zu den Schuhen passen. Ja, deshalb hatte er 40 schwarze Gürtel und 50 Paar schwarze Schuhe. Er hat auch gesagt, wir müssen jetzt den Sand in den Kopf stecken. Keinen Sand in den Kopf stecken, ja, ja, genau, das hat er auch gesagt. Wir dürfen jetzt keinen Sand in den Kopf stecken. Ja. Aber das ist halt auch, weil er hat schon so viel Sand im Kopf, ja, dann kann der auch mal ins Getriebe rutschen, ja, der Sand. Also da gilt das Gleiche wie bei Mario Basler. Es war ein brillanter, genialer Fußballer, Lothar Matthäus. Da zollen wir ihm absoluten Respekt. Und was die so rechts und links noch so treiben, ja, ist das eine. Aber lustig. Ja, klar. Lustig. Unterhaltsam. Ja, unterhaltsam. Ja, wie bei Mario. Absolut, ist so. Gab es noch viel, viel mehr von denen. Ja, auf jeden Fall. 70er Buffy Edmeier im Fußballspiel. Er stellt sich auf den Ball während einem Bundesligaspiel. Ente Lippens. Überleg mal, was der alles gebracht hat. Der wollte ja so ein Ding mit Meier-Sepp reißen, dass der ihm einen Abschlag hinspielt und der Lippens spielt ihm den zurück. Der Meier hat ihm nie getraut. Ich glaube, Ente hätten auch versteckt. Ich hätte ihm auch nicht getraut, den Lippens. Ente hätten versteckt, glaube ich. Und du weißt, dass Ente holländischer Nationalspieler war? Das kann sein. Ein Aalender spielt für Holland. Holländer. Ente spielte im ganz hohen Alter dann noch in Solingen. Da habe ich ihn mal getroffen, beziehungsweise einen Kollegen von ihm. Remscheid Solingen da hinten, da war er irgendwo zu Hause. Und da hat er, ich weiß nicht, mit über 50 noch irgendwie so ein bisschen gekickt, ganz regelmäßig. Ja, also. Ja, und mein Vater, der hat ihn verflucht, denn auch in Offenbach hat er mit Rot-Weiß Essen seine Spielchen getrieben. Ja. Und mein Vater, der konnte ihn überhaupt nicht leiden. Du, wer konnte Spieler leiden, die, sagen wir mal so, die haben uns vorgeführt. Ja, die damals gut waren. Das war halt so. Damals hat man die gehasst. Heute, im Abstand von Jahrzehnten, sagt man, Mensch, tolle Burschen. So ist der Sport. Jetzt hier und heute lieben wir ja auch nur unsere Jungs, oder? Unsere Absolut. Weisen. Alles andere kann mir gestohlen bleiben. Ja, so, Kosa Wada. Ja, komm, macht noch einen. Dann ist genau mein Tipp. Da hat hier, wer hat wieder Ahnung gehabt? Fatih hat wieder gewusst. Ja. Komm, 9-0 habe ich gesagt. Jetzt lasst euch hier mal nicht lumpen. Wenn sie schon noch hinkriegen. Das ist Verwalten gerade. Die verwalten das 8-0. Nee, das ist nicht Verwalten, das ist Stürmen. Sie wollen mich demütigen. Oh, oh, das ist doch Verwalten, Mensch. Das hat er doch mit Absicht gemacht. Und vorbei. Da ist fertig. Ja. Also 8-0. Gewinnt der OFC. Und am Mikro sagt Tschüss, Lars Gissner. Und Lutz Karomeier. Ciao, ihr Leute. Genießt den Sonntag.